bin Marius aus Kaiserslautern. Ich bin FCK-Fan, seit ich denken kann. Und ihr hört Betzegebabbel, der FCK-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 63. Mein Name ist Daniel und mit mir sind heute dabei der Matthias. Hallo Matthias. Hi. Der Tobi. Hallo Tobi. Hi Daniel. Und der Flo. Servus Flo. Hallo. Paul ist aus persönlichen Gründen heute nicht dabei, deswegen sind wir heute einmal ausnahmsweise zu viert, möchten aber trotzdem... Meinst du, der tritt dann gleich zurück oder was? Stimmt. Kurz fragen, ich kriege dann immer Angst, wenn ja einer aus persönlichen Gründen nicht dabei ist. Ja, sag, darf ich jetzt wenigstens die Anmoderation fertig machen, Herr Matthias? Ah ja, okay. Ja, aber wenn ihr schon so locker einsteigt, dann können wir doch auch direkt so weitergehen. Wie war denn euer Weihnachten? Ja, hätte Corona-bedingt besser sein können, aber muss man halt nehmen, wie es ist, ne? Aber es sind alle fit. Ja, ja. Das ist ja zumindest mal die Hauptsache. Jo. Ja, war okay, würde ich sagen. Wie sonst auch immer. War eigentlich genauso wie letztes Jahr. Genau, das ist sehr gut, ja. Ja. Ja, ruhig, schnell vorbei, wenig Leute gesehen. Viel gegessen. Jo. Ist das dann gut oder schlecht? Ist das dann gut oder schlecht, wenn man weniger Leute als sonst sieht? Das darf jetzt gerade jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Ah ja, okay. Na, wir wissen, ich verlasse das Haus sowieso seit fast 2 Jahren nicht. Ja, und ich hangel mich schon von Impfung zu Impfung. Ich kriege sie immer als letzter von euch. Jetzt stehe ich kurz vorm Booster und bin schon ganz aufgeregt. Ich bin so aufgeregt, ich habe schon Schnuppe. Aber das ist wirklich mittlerweile einfach nur so ein Wettlauf, schaffe ich es überhaupt noch bis zur Impfung oder erwischt es mich vorher? Aber es ist doch schön, dass wir mittlerweile drüber lachen können, schaffe ich es noch zur Impfung? Aber das ist die Realität, ohne Spaß. Ja, ja. So ein Booster hätte ich schon noch gern. Dann gehe ich vielleicht einmal wieder aus dem Haus. Dass du sagst, schaffe ich es noch bis zum Booster, das ist jetzt nicht, also das ist kein dummer Spruch, sondern es ist Tatsache einfach. Nicht von der Hand zu weisen, dass es halt genauso ist. Ja. Sag mal, was ist dann eigentlich aus dem AstraZeneca-Impfstoff geworden? Von dem hört man ja gar nichts mehr. Ja, der stopft jetzt die Lücken, die CureVac hinterlassen hat in Afrika oder so. Ja, bringt das dann überhaupt noch was? Ach, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch irgendwo verimpft wird. Also. Ja. Hm. Ich glaube nicht. Ja, aber naja, der schlechter als aber das chinesische Zeug und Sputnik ist es auch nicht. Also. Ja, das sind jetzt hier Vorurteile. So leihen dir gar nicht genug wissenschaftliche Berichte vor, um dir jetzt zu urteilen machen zu können. Ja, gut. Ja. Nur wische du mit deinem alten Gedankegut hier, Ost-West und so hier, ne? So. Okay. Oh, jetzt muss der Moderator langsam mal die Kurve kriegen, glaube ich. That escalated quickly. Ja, immer direkt auf Betriebstemperatur. Aber wie ich gelesen habe, will doch jetzt im Dietmar sei Hausenhof-Firma do jetzt auch nochmal ganz groß insteigen. Die nehmen doch jetzt, glaube ich, den dritte Anlauf oder der zweite oder irgendein Anlauf halt. Ja, die wollen doch jetzt irgendwie sie wollen sich doch jetzt spezialisieren auf ein, ich glaube, auf ein Omikron-Update. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Für Weg 3, jetzt erst recht. Ja. Jetzt wird geheiratet. Ah, ich glaube, ob irgendwo auf dieser Welt die Liebe zu Dietmar Hopp groß genug ist, dass es dazu kommt, vielleicht in Hoffenheim, aber ansonsten. Der SWR hat vor 2 Tagen gesagt, ist möglich. Aha. Ja. Also in Bezug zu dem Impfstoff wurde schon viel gesagt, was möglich wäre. Ja, also das möchte ich dann erstmal sehen. Ja, also hat er dann, als er da einmal vom Herbst gesprochen hat, hat er dann vom Herbst 22 gesprochen. Er hat nie gesagt, welcher Herbst. Ja, deswegen. Ja, das war von Anfang an, das wurde ihm quasi in den Mund gelegt. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt immer noch so lukrativ ist, weil in Amerika sitzt du kein Verrückter, der es aufkaufen will angeblich. Ach ja, die Corona-Zeit war schon
Ja, ich hätte jetzt, also Shay war nett, aber es war schon. Leider hältst du ja noch an, ne? Ich wollte gerade sagen, ja. Leider ist ja, ich ja, wollte gerade sagen, also. Ja, wie, aber. Zwei Wochen vorm Booster oder nächste Woche vorm Booster und schon sprichst du in der Vergangenheitsform von Corona. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe. Ja, dann halt dich ran. Ja, ich kann hier nichts dafür. Ja, stimmt. Grüße gehen raus an Landesimpfzentrum. Ja. Ja, können halt nicht alle in Bielefeld leben, wo das zack, zack geht. Ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ja, ich bin auch für meine Impfung ein bisschen gefahren, aber ja, das Impftourismus. Impftourismus. Gut, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Ja. So. Ja. Ich weiß allerdings jetzt nicht so genau, ob man der FCK in die Zweitliga hochimpfen könnte. Hey, immun gegen Misserfolg. Ja. Ja, aber die haben sich ja schon ganz gut geboostert vor der Winterpause, oder? Da nach oben. Ja, aber reicht das? Ja. Nein, Platz 6 wird nicht reichen, Matthias. So. Außer wir müssen noch mehr Erfolg boostern. Ja. Genau. Vielleicht kann der Marco Antwerpen ja für die Aufstellung neue Variante entwickeln. Oh, nein, neue Variante. Oh, ja. Ja, aber ich find's total schön, dass wir mittlerweile drüber lachen können, obwohl vieles dabei gar nicht zu lachen ist. Aber ja, wie soll man es denn aushalten nach zwei Jahren, wo ja alles scheiße ist einfach, wirklich? Ja. Es hilft ja nichts. Ja. Ja, aber wenn ihr schon so die Kurve bekommt zum Sportlichen, dann können wir ja mal mit dem Thema anfangen. Sagt also, wer? Ja komm, so unerfreulich ist es doch aktuell gar nicht, wie es in der Vergangenheit war, als wir uns getroffen haben. Jo. Seit wir uns zum letzten Mal gehört haben, hat der FCK noch zweimal gespielt, zweimal auswärts und hat 2-1 im Schneegestöber in München gegen Türkgücü gewinnen können. Und hat am letzten Spieltag vor der Winterpause gegen den Tabellenzweiten aus Braunschweig immerhin ein 1-1 erreichen können. Und da frage ich jetzt zum Beispiel mal dich ganz konkret, Flo, was können wir mit dem 1-1 anfangen? Ist das ein gutes Ergebnis gegen Braunschweig auswärts, gegen einen direkten Aufstiegskandidaten? Oder wäre da mehr drin gewesen? Oder hätte man vielleicht sogar, wenn man bedenkt, dass man eigentlich nur auf Platz 6 steht, wenn auch mit 3 Punkten nur dahinter, hätte es da vielleicht auch mehr sein müssen? Ja, also soviel ich weiß, hatten wir ja die in der letzten Folge gesagt, 4 Punkte aus den beiden Spielen wären okay, so unisono. Bisschen der eine mehr, der andere weniger, aber deshalb kann man mit dem Unentschieden in Braunschweig meines Erachtens leben, auch wenn ich fand, dass der FCK fußballerisch leicht die bessere Mannschaft war und nach dem Unentschieden, nach dem Ausgleichstreffer, wenn man da ein bisschen mehr Nachdruck gespielt hätte, hätte man die vielleicht noch knacken können. Andererseits sind halt die letzten 10 Minuten die Bälle nur noch hoch und weit reingeflogen von Braunschweig, obwohl die jetzt keine richtige Super-Torschance hatten, soweit ich mich erinnern kann. Ist ja auch schon ein bisschen her, das Spiel. Aber ja, insgesamt würde ich sagen, kann man zufrieden sein mit dem Punkt, weil die sind bestimmt eine der besseren Mannschaften in der Liga, das muss man ja auch so sagen. Ich muss gestehen, ich kann mich nur noch erinnern, dass das Spiel hätte besser laufen können, als auch es hätte schlechter laufen können. Das ist so ungefähr, also ich glaube, es war einfach verdient, dann tatsächlich das Unentschieden. Und ja, wenn du halt auswärts beim, was war das, Tabellenzweiten spielst, musst du dich halt auch mal mit dem Unentschieden zufrieden geben, selbst wenn es gut läuft. Also so ja, aber insgesamt sind ja aber dann auch 4 Punkte aus 2 Spiele kurz vor Weihnachten dann ja auch schon, ja, ich will jetzt nicht sagen mehr, wie man erwarten konnte, aber in FCK-Verhältnisse. Wir hatten schon schlechtere ausgedrückt, Dezember, ja. Eher, weil wie oft haben wir schon gesagt, naja, wäre jetzt ganz gut, ne? 4 Punkte aus 6 Spiele, jetzt noch kurz, ja, vor dem Jahreswechsel und so. Und ja, also von daher. Kann man so nehmen, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja. Darauf lässt sich aufbauen, warte. Ja, war jetzt ja kurz vor der Jahreshauptversammlung einmal ganz nett, ne, wenn es dort sportlich läuft. Halt ja einmal ein guter Indikator für die Stimmung auf der Jahreshauptversammlung. Jo.
Ja, können wir ja später nochmal drüber reden dann. Ich fand, also, ja gut, können wir, sage ich später mal noch was dazu, so sportlich und Jahreshauptversammlung und so. Ja, also zur Jahreshauptversammlung kommen wir später noch. Ja, ich denke, wir können den Teil auch jetzt mit der Rückschau auf die beiden Spiele relativ kurz halten. Also Flo, vielleicht möchtest du noch ein, zwei Sätze zum Spiel in München sagen. Ich spreche jetzt dich schon wieder an, weil ich weiß, dass du das Spiel auch gesehen hast. Das war ja so ein richtiger Arbeitssieg, aber letztendlich, also viel mehr muss man dazu ja eigentlich, viel mehr muss man zu den beiden Spielen eigentlich auch nicht mehr so weiter, also jetzt, wo die so weit zurück sind, auch nicht mehr viel sagen, oder? Nee, ich fand in München, haben sie halt überragend angefangen, die ersten 7-8 Minuten. Und da war Türkgücü halt richtig neben der Spur. Und dann halt die was weiß ich, ab 30. Minute zu passiv gespielt und dann fast den Gegner nochmal zurückgebracht zum Unentschieden. Aber ja, wie gesagt, so wie du sagst, ist jetzt wirklich schon, erstens ist jetzt schon fast 4 Wochen her und da fragt ja auch, so wie es im Fußball halt ist, da fragt ja 3 Tage keiner, 3 Tage später keiner mehr danach, wie die das gewonnen haben. Die haben es gewonnen. Ja, und das zählt halt einfach aus Ende. Ich werde dann nächstes Jahr einfach fragen, wenn wir aufgestiegen sind, ob in Türkgücü der Schlüssel zum Erfolg lag. Warte. Wurde der Grundstein des Aufstiegs gelegt und jeder sagt, ja, wie war denn das Spiel noch? Was, genau. Von was faselt der? Du hast ja schon wieder so das böse A-Wort in den Mund genommen. Mhm. Ja, nee, ich glaube einfach, der Tobi ist nicht mehr wiederzuerkennen. Nee, es kaum wittert er den Erfolg. Das ist die Vorfreude auf den Booster. Ja, mir hat mir einfach mit den beiden Corona-Impfungen einfach Mentalität geimpft. Oh, wow. Um Gottes Willen. Ja. Nee, aber ohne Spaß jetzt mal, die Saison ist sowieso wieder so eng getaktet, finde ich, ist mein Eindruck so. Du spielst jetzt halt jetzt wieder am Samstag, das ist Mitte Januar. Schon relativ früh eigentlich, deswegen, ja, es geht halt wirklich am Anfang haben wir über die Corona-Situation geredet, es geht halt wirklich so Schlag auf Schlag, wenn man jetzt mal sieht, seit dem Ausbruch von der Pandemie im März 20, was für Taktung da gespielt wurde, im Profifußball auch und die ganzen Rahmenumstände, deswegen vergisst man einfach manche Spiele überhaupt, wie die waren und geht dann halt einfach zum nächsten und werden wir später auch noch drüber reden, jetzt im Januar ist hier wieder die Taktung unheimlich hoch, so ab 15. mit 4 Spielen bis zum 29. Also das ist schon hart, deswegen glaube ich, ja, kann man einfach so stehen lassen mit, was ich anfangs gesagt habe, 4 Punkte aus den beiden Spielen mal voll zufrieden sein. Den Anschluss hat man gehalten an die Aufstiegsplätze. Ich glaube, Magdeburg ist halt schon sehr weit weg, aber alle anderen von Platz 2 bis 9 oder was, die spielen halt, da werden halt da mitspielen und da ist der FCK dabei und ich glaube, damit kann man echt zufrieden sein vorm Start ins neue Jahr, weil wenn man mal, habe ich die letzte Woche mal gemacht, mal auf die Tabelle geguckt hat, wie sie letztes Jahr im Januar aussah, das war schon richtig hart. Also da guckt man lieber oben auf Platz 6 und sagt, okay, cool, wenn man die Leistung einigermaßen weiterbringt. Oder wie die Tabelle im, ich weiß nicht, September aussah. Oder ja, genau. War das so. Genau. Überwiegt denn, wenn man jetzt die letzten 2 Drittel der Hinrunde, sage ich mal, sich betrachtet, überwiegt dann eher so das positive Gefühl, wie krass man dann doch sich steigern konnte und jetzt dann doch wieder Anschluss hat? Oder überwiegt dann dieses Gefühl, wenn wir den Anfang oder den Start der Saison nicht so verkorkst hätten, dann würden wir jetzt vielleicht auf dem Aufstiegsplatz stehen. Sowohl als auch. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da zurückgucke, habe ich mir halt am Anfang dieser Saison gedacht, ganz ehrlich, wie will die Mannschaft überhaupt mal ein Tor schießen? Was ist das hier für ein Hühnerhaufen? Das ging ja gar nicht. Und dann glaube ich, ist es schwierig zu sagen, am Anfang hätten sie da nicht so gepatzt, so schlechter Saisonstart. Klar, das gehört natürlich zu einer Saison dazu, aber ich glaube, das wird sich einfach aufwiegen, schlechter Saisonstart. Und wenn man dann die anderen Spiele nach dem Waldhofspiel sieht, da ist ja der Punkteschnitt eigentlich fast schon überragend gut. Deshalb, ja, tue ich mir schwer damit, das zu sagen. Am Anfang, wenn man dann noch zwei Spiele gewonnen hätte, dann wären wir sogar an Magdeburg dran. Ist halt nicht so im Fußball, ja. Aber der Leistungsumschwung, gebe ich dir, Entschuldigung, Matthias, der Leistungsumschwung, Daniel, gebe ich dir recht, das ist schon, ich glaube, da hätten echt wenige mit gerechnet. Jetzt hoffen wir mal, dass es so weitergeht, das ist ja klar. Das Ding ist einfach, eine schwache Phase während der Saison hat jede Mannschaft, auch Top-Mannschaft, mal drin.
Wir hatten jetzt halt am Anfang, wir sollten dann halt, wenn wir jetzt wirklich oben angreifen wollen, aber dass wir nicht nochmal so eine längere Phase haben. Wenn wir das schaffen, ja, längere nicht. Haben wir gute Chancen, da oben weiter mitzuspielen und bis zum Schluss da dabei zu sein und dann vielleicht auch die Saison zu einem grünen Abschluss. Ja, also ich weiß nicht, ich kann ja nicht drauf gucken und sage, oh, hätten wir nur und darüber nachgrübeln, sondern wir sind jetzt da, wo wir sind. Wir haben jetzt einige Punkte geholt. Die Mannschaft scheint sich eingespielt zu haben. Das ist alles positiv. Und darauf lässt sich ja aufbauen. Das ist schon mal wesentlich mehr, als wir in den letzten, ich weiß nicht, 5 Jahren oder so hatten. Mhm. Da kann ich mich nicht grämen. Ich habe mir jetzt mal, Matthias, gerade darauf zurück, was du eben gesagt hast. Ich habe gestern, also am Sonntagabend, wir nehmen Montag auf, habe ich den Auftritt von Marco Antwerpen geschaut bei SWR Flutlicht oder SWR Sport, wie es jetzt heißt. Und da haben die den Punkteschnitt eingeblendet. Von allen Trainern der dritten Liga war das, meine ich. Klar, Antwerpen den besten. Aber ich habe mir dann überlegt, der feiert jetzt am 1. Februar und ich denke, das wird er schaffen, sein einjähriges Jubiläum. Und meines Wissens, korrigiert mich, hat es beim FCK in den letzten Jahren kein Trainer geschafft, so lange im Amt zu bleiben. Ich meine, das Höchste waren 9 oder 10 Monate. Also das spricht halt auch schon für sich, ne? Irgendwie. Da kommt ja noch dazu, man redet bei Antwerpen über eine Vertragsverlängerung. Wann hat es das denn zum letzten Mal beim Trainer beim FCK gegeben? Das stimmt. Jeder fragt, ich ja auch, wie ist es mit dem Trainer, wann verlängert er? Und in den letzten Jahren war eigentlich so die Frage, eigentlich so auf Tobi-Style, wann muss der Trainer gehen? Schafft er es bis in den Oktober? Ja, genau. Oder halt nicht? Wisst ihr, wer, glaube ich, der letzte Trainer war, der beim FCK einen Vertrag verlängert hat? Wer kann das gewesen sein? Moment, lass mich überlegen. Warte. Das ist Runjaic. Ich würde jetzt sagen, Kosta Runjaic, oder? Könnte es sein. Der hat verlängert? Ich meine, der hätte mal weiß ein Jahr... Weiß ich nicht genau, aber wenn er nur ein Jahr hatte oder zwei? Ah, ich weiß es jetzt nicht. Aus dem Kopf weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall schon sehr lang her. Also ich kann dir vor allem sagen, wer es alles nett Kurz war. Hat auf jeden Fall verlängert. Ich wäre bei Marco Kurz gewesen jetzt. Das war eine ganz andere Vorzeit. Mir wäre jetzt Kosta Runjaic eingefallen, aber ich weiß nicht, ob er verlängert hat oder damals halt gleich für 2,5 oder 3 Jahre unterschrieben hat, keine Ahnung. Aber ja, sowas spricht halt einfach, jetzt unabhängig von dem Punkteschnitt, aber sowas spricht halt einfach für sich, wenn dann da hinten die Gesichter auftauchen auf der Leinwand oder auf dem Also Runjaic hat auf jeden Fall verlängert. Ja, siehst du, dann könnte er der letzte gewesen sein. Ich war kurz im Research Department. Ja, siehst du. Der erste FC Kaiserslautern und Cheftrainer Kosta Runjaic haben ihren ursprünglich bis 2015 laufenden Vertrag vorzeitig bis 30. Juni 2016 verlängert. So, das könnte dann sein, ne? Ja. Weil danach kam Norbert Meyer, der hat auf keinen Fall verlängert. Nee. Ja, da kamen aber noch andere dazwischen. Also. Ja, Konrad Fünfstück hat auch nicht verlängert. Ja, Taifun Korkut. Der war ja Amateurtrainer. Haben sie dann nicht irgendwann gesagt, oh, jetzt geben wir dir dann nochmal einen neuen Vertrag? Das zählt nicht. Nee, ich glaube, der hat einfach einen Profivertrag dann. Oder ja, genau. Der hat, glaube ich, einen neuer Vertrag kriegt, als er die bis Profimannschaft übernommen hat. Genau, und dann haben sie sich ja getrennt. Ja, gut, und dann kam hier noch Teil von Korkut. Der hat nicht verlängert, der hat entlängert. Genau, und dann Norbert Meyer sowieso nicht verlängert und danach... wer verlängert mit Norbert Meyer? Ja. Und dann Arminia Bielefeld. Chef Strasser. Und dann Strasser auch nicht. Chef Strasser. Der Bonzek auch natürlich nicht. Mit Champions League-Trainer Michael Bonzek. Und wer? Ja, Moment. Hatte Bonzek nur einen Vertrag bis Jahresende? Fronzek war ja dann dritte Liga, hat er ja angefangen und dann wurde er im November entlassen. Nein, hat in der zweiten Liga angefangen. Also das Jahr dritte Liga angefangen dann, ja, aber der Vertrag hat er ja nicht verlängert, der wurde dann ja entlassen, so. Nee, aber als der Vertrag geschlossen wurde, hat er nur ein halbes Jahr Vertrag gehabt oder eineinhalb? Ich glaube, der ging länger. Ich würde auch sagen, ja. Ja. Ich meine, ich glaube, der hatte eineinhalb, weil das haben sich alle aufgeregt. Genau, mit dem Trainer in die dritte Liga. Ich wollte jetzt aber auch gar nicht so einen riesen Fass aufmachen. Ich dachte einfach nur, ich bringe jetzt Marco Kurz in dem Kontext ins Spiel, weil das ja, wie gesagt, andere Vorzeichen damals waren bei der Verlängerung. Aber wieder Stauber geworden. Aber ich glaube auch, um kurz einzuhaken, ich glaube auch, das war die letzte Vertragsverlängerung, die Marco Kurz hatte in seinem Leben.
Ja, wieder was gelernt. Aber Marco Kurz wird uns immer in guter Erinnerung bleiben. Vielleicht bauen wir so in 50 Jahren mal ein Denkmal für ihn. Naja. Ja, komm. Denkmal weiß ich nicht, aber gute Erinnerung kann man ihn ja behalten. Auf jeden Fall. Gut, jetzt also muss ich ja doch mal. Ja, Daniel? Ich wollte jetzt nur zusammenfassen, also sind wir dann doch eher glücklich darüber, dass der FCK dann doch nochmal so weit oben anklopfen konnte an den Aufstiegsplätzen und auch im Aufstiegsrennen aktuell voll dabei ist. Ja, absolut. Aber wieder was gelernt mit der Trainerverlängerung. Das ist halt, ja, ja, wenn das letzte halt 2015, Tobi, oder wann das war, ne, ist halt fast 7 Jahre her, so. Ja, also gut, okay, es spricht ja für sich. Aber, ne? Aber gefühlt gestern. Genau. Und dass der Marco jetzt der erste Trainer ist, wo erwogen wird, wir könnten oder sollten mit dem ja verlängern, das spricht ja halt einfach für sich so. Und der sagt dann gut, am Ende, ich habe ein Angebot vom SV Sandhausen, ich gehe, tschüss. Ja, nur ist die Perspektive größer. Aber ich muss natürlich auch sagen, ein Grund dafür, dass dann natürlich nie ein Vertrag verlängert wurde, ist ja auch immer noch die nach wie vor anhaltende Serie vom FCK, dass man es seit, ich glaube, jetzt 10 Jahren nicht geschafft hat, in der Endplatzierung mal besser zu sein als im Jahr davor. Oder ein Saisonziel zu erreichen. Ja gut, wir hatten ja teilweise keine, also. Ja, doch, eine sorgenfreie Saison spielen war doch da mal. Naja. Wie sorgenfrei war die damals? Ich wollte gerade sagen, Abstieg, oder? Abstieg 2018. Wann hatte ich letzte Mal eine sorgenfreie FCK-Saison? Ich kann euch sagen, die war, nicht mal 10-11, weil da haben wir auch erst so 2-3 Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt sicher gehabt. Ja. Auch selbst im Aufstiegsjahr wahrscheinlich nicht, also. Ja. Aber ich glaube, das ist als Fußballfan generell so. Als Bayern-Fan ist man dann bestimmt auch besorgt, wenn man nur Manuel Neuer auf den Malediven festsitzt. Oder nur 2-0 gegen Stuttgart bis zur 70. Minute führt oder so. Da würde ich auch in Schwitzen kommen. Also, manche werden jetzt denken, über was reden die denn hier eigentlich, manche Fußballfans, aber ja. Ja, gut, dann wollen wir doch mal noch ein bisschen noch kurz beim Sportlichen bleiben und dann noch ein bisschen in die Zukunft blicken, beziehungsweise jetzt ist ja auch Winterpause und da besteht ja prinzipiell auch die Möglichkeit, sich noch zu verstärken oder Spieler abzugeben. Bis jetzt ist es nur so, dass wir Marius Kleinsorge zu Rot-Weiß Essen verliehen haben bis zum Sommer. Ansonsten hat sich an der Front aktuell noch nicht viel getan. Würdet ihr sagen, dass wir da auf jeden Fall noch an irgendeiner Stelle konkreten Bedarf hätten, wo wir auf jeden Fall noch was tun sollten mit Blick auf die Tabelle? Schwierig. Ja gut, wenn du einen holst, der irgendwie 50 Tore macht in der Rückrunde, würde ich den holen, aber sonst? Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube, also mein Gefühl ist einfach so, wenn der FCK noch auf der Zugangsseite was machen sollte, jetzt wahrscheinlich relativ spät gegen Ende der Transferphase, wenn man dann vielleicht sieht, in der zweiten Liga kommen manche Spieler nicht mehr zum Einsatz. Ist nur mein Gefühl, ohne es zu wissen. Und Abgänge, ja, sind ja eigentlich liegen die Namen ja auf der Hand. Wenn dann vielleicht wird, wenn Elias Huth jetzt merkt, er ist jetzt die nächsten beiden Spiele wieder nicht im Kader oder kriegt keine Einsatzzeit, dann wird er halt auch mal langsam seinen Berater fragen, wie es aussieht mit einem anderen Verein. Und der Verein FCK vielleicht auch sagen, wird bei uns nichts mehr. Aber ansonsten hast du halt echt meines Erachtens jetzt nicht so den großen Bedarf, auch nicht unbedingt noch einen Stürmer zu holen. Ich glaube, wenn noch jemand vor die Füße fällt, auf Deutsch gesagt, dann werden sie es machen. Aber so unbedingt den Bedarf sehe ich halt wirklich nicht, weil die Mannschaft halt ganz gut eingespielt ist jetzt und sich ganz gut geschlagen hat die letzten 15 Spiele oder so. Deswegen, ja, würde ich sagen, wenn Zugang noch ein Offensivspieler, aber erst relativ spät in der Transferperiode. Ich denke, wenn wir dann die Aufnahme veröffentlichen, dauert es vielleicht noch 3 Tage bei meinem Glück, aber mal gucken. Das bleibt ja natürlich nicht aus. Ich sehe das ähnlich. Also wenn du jetzt noch jemanden findest, von dem du sagst, oh, das ist ja ein Knaller für die dritte Liga und der kannst du ausleihen für wenig Geld, dann hol ihn oder kannst ihn sonst irgendwie holen, aber ansonsten, also da gibt's, also wir haben ja sogar Spieler, die wir geholt haben, die bislang kaum was gezeigt haben, wie hier der Stehle zum Beispiel. Da würdest du dann eher mal vielleicht hoffen, dass der vielleicht dann nochmal zündet nach so einer, in Anführungszeichen Vorbereitung, aber zumindest hat er jetzt eine längere Eingewöhnungsphase gehabt oder auch, Huth hat es fast gar keine Rolle gespielt in der Hinrunde oder sehr wenig. Da könntest du auch vielleicht nochmal
hoffen, dass der vielleicht noch mal ein bisschen Gas gibt. Also, ja, also ich sehe das jetzt auch nicht zwingend auf uns zukommen. Okay, dann halten wir fest, Kader ist aufstiegsfähig. Kader ist gut, Aufstieg kommt. Ja, Gott, zu schon Beginn der Saison, Kader ist schlecht, ist Aufstieg vorbei. Ja. Nee. Ja, die Körpersprache, aber Betzegebabbel hat sich wesentlich verändert. Wir passen uns da echt an unserem Trainer an. Vor ein paar Monaten hast du schon an seine Körpersprache gedacht, das war's. Mhm. Und jetzt denkst du eher schon, ey, gib ihm einen neuen Vertrag, ganz klar. Ist bei uns genauso wie bei Antwerpen, wenn wir nicht auf die Schiedsrichter schimpfen, dann scheint es ganz gut zu laufen. Genau. Also wir werden unsere nächste Folge wahrscheinlich nach dem Spiel gegen Magdeburg aufnehmen. Bis dahin haben wir noch ein paar schwierige Spiele dann vor uns. Jetzt natürlich direkt vor der Brust das Spiel gegen den SV Meppen, der ja auf Platz 3 in der dritten Liga steht. Ich glaube, die zweite Liga würde sich sehr über den SV Meppen in der zweiten Liga freuen. Das wäre schon ein wichtiges Spiel, was wir gewinnen könnten. Und dann natürlich das Topspiel am 12.02. gegen Magdeburg. Da stehen uns in den nächsten Partien ordentliche Kaliber vor der Brust, wo wir uns dann auf einige spannende und hoffentlich erfolgreiche Spiele freuen können. Ich sag mal so, da haben wir auf jeden Fall mal die Gelegenheit oder sollten auf jeden Fall ein paar mehr Punkte holen als in der Hinrunde gegen die Mannschaft. Ja, das stimmt wohl. Das ist noch ein bisschen ausbaufähig. Warst du jetzt nicht zufrieden mit dem Hinspiel in Berlin? Doch, ich fand das schon super, also wie diese Mannschaft. Hättest auch 7-0 verlieren können. Das also. War ganz groß. Also ich fand es auch super, also die Bier vor und nach dem Spiel, also war gut, ja. Ach ja, du warst die dort, Sonne, ne? Schien, oder? Ja, Daniel war dort, leider. Ja. Ja. Aber die Sonne schien damals, kann ich mich erinnern, also. Ja, und Corona war quasi over. Vergessen. Corona genau. War over. War ich sag mal so, Daniel, in Berlin quasi 3 Monate später beim Spiel in Saarbrücken haben die wirklich gedacht, das gibt's nicht mehr einfach. Hier machen wir jetzt mal alles auf einfach. Naja. Ja. Gut, ansonsten, wenn ihr jetzt nichts mehr zur sportlichen Situation habt, dann gehen wir über zur Jahreshauptversammlung, die im Dezember mal wieder virtuell stattfand. Und bei der Jahreshauptversammlung, also kurz ein paar Eckdaten, also es waren zwischenzeitlich 1.124 Mitglieder anwesend. Stand damals hatte der FCK 17.005 Vereinsmitglieder. Hat also wieder die 17.000er-Marke geknackt. Also 17.000 plus Betzegebabbel. Ja, genau. So kann man es auch sagen. Und begann dann mit der Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden. Und da kam dann direkt eine etwas merkwürdige Meldung, nämlich Markus Merk war bei der Jahreshauptversammlung nicht dabei als Beiratsvorsitzender. Aus persönlichen Gründen, wie es heißt. Und da machen wir jetzt mal so einen Nebenstrang auf, weil ein paar Tage später hat sich dann auch herausgestellt, wobei man natürlich nicht weiß, ob das in einem direkten Zusammenhang zu sehen ist, ist Markus Merk eben von seinem Amt als Beiratsmitglied und als Aufsichtsratsmitglied zurückgetreten, mit der Begründung eben aus persönlichen Gründen, dass er da nicht mehr dabei sein kann, und begründet das eben auch damit, dass er die Ziele für den Verein, die er sich bei seiner Kandidatur gesteckt hätte, dass er diese Ziele auch erreicht hätte. Könnt ihr das nachvollziehen oder könnt ihr dem zustimmen, wenn er sagt, er habe seine Ziele erreicht? Ja, wenn er das sagt, aber weiß ich ja, nicht. Ist es denn so, Müsste man jetzt genau nochmal vergleichen, was da eigentliche Ziele waren. Ja, genau. Also ich meine, es geht ja immer darum, wenn er meint, jetzt mit dem Abschluss des Insolvenzverfahrens und den ersten Investoren, die dann da investiert haben, ist er fertig damit. Ja, meinetwegen, aber eigentlich wirkt es ja doch eher so, als würde er sich irgendwie dem Gegenwind, den es dann eben auch auf der JHV gab, vielleicht entziehen wollen und hätte da vielleicht keine Lust mehr drauf. Keine Ahnung, ist halt Spekulation, weil Also er hat sich ja auch nicht dazu geäußert, warum er bei der JHV nicht da war, in dem Zusammenhang dann auch mit seinem Rücktritt wenige Zeit später wirkt es dann eben schon so, als würde es da einen Zusammenhang geben, zumindest auf mich. Und naja, also ich meine, im Endeffekt hätte er dann auch zur JHV gehen können und das hätte es da schon sagen können, weil da wären ja dann die Ziele auch schon erreicht. Aber
muss er wissen, hat auf jeden Fall, das kann man sagen, in einer schwierigen Zeit für den Verein, hat er sich da aufgestellt, hat sich da auch in den Wind gestellt. Jetzt kann man da natürlich sein Wirken in den letzten, wie lange war es jetzt, einem Jahr, anderthalb, zwei Jahre? Zwei. Kann man natürlich kritisch sehen. Ich glaube auch, naja, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil vieles von dem, was man da so gehört hat, war jetzt natürlich, ist jetzt nichts, wo man genau weiß, ob das dann tatsächlich auch so war. Ja, das ist dann so ein bisschen, der eine sagt das, der andere sagt das. Auch mit diesem Brief von Boris Nodson zum Beispiel, ja, weiß man ja auch nicht so ganz genau, ob das alles so stimmt, was da drin steht. Also da kann man natürlich ja geteilter Meinung sein über sein Wirken. Das will ich jetzt gar nicht bis ins Letzte bewerten. Ich denke, das wird eine Mischung aus Verschiedenem sein. Aber man muss auch sagen, er hat in der Zeit, hat er sein Gesicht, sage ich mal, in die Kameras gehalten und Wind auch, hat auch viel Gegenwind dann bekommen dementsprechend. Also im Endeffekt sind wir da jetzt zumindest bis hierhin durchgekommen einigermaßen. Also es gibt uns noch. Das ist schon mal, ich glaube, das war nicht von Anfang an immer dann so klar, auch gerade auch unter den finanziellen schwierigen Bedingungen. Von daher muss man eben da auch schon dankbar sein, dafür mal alleine. Und naja, ob das jetzt, ob er jetzt alle Ziele erreicht hat oder ob er einfach keinen Bock mehr gehabt hat. Ja, wir werden es wahrscheinlich im Endeffekt nie wirklich erfahren, außer er äußert sich dann da irgendwann nochmal genauer zu. Aber insoweit kann man ihm zwar irgendwie dankbar sein, ein komisches Gefühl bleibt vielleicht dann trotzdem zurück, wie das jetzt so geendet ist, aber so ist es jetzt halt. Und jetzt muss man wieder nach vorne gucken. Jetzt habe ich mehr gesagt, als ich wollte. Ja, gehe ich eigentlich mit dir, Matthias. Und das will ich eigentlich auch weitgehend so stehen lassen. Ich finde einfach das Einzige, was so ein bisschen hängen bleibt, ist erstens, dass er halt nicht da war, aus welchen Gründen auch immer, die wissen wir nicht, will ich auch gar nicht bewerten. Aber dass halt so ein Rücktritt kurz vor Weihnachten, drei Tage vor Weihnachten, ja, halt einsteckt wie eine Bombe. Das hat er halt auch gewusst. Ja, es wirkt dann halt einfach so ein bisschen, okay, um es jetzt platt zu formulieren, Jahreshauptversammlung hat er eh keine Lust mehr, weil er ja schon wusste, er tritt zurück vielleicht. Und dann wollte er sich dann nicht nochmal in den Wind stellen. Ah, ist alles ein bisschen schwierig, also ich sag mal so, es bleibt ein bisschen Nachgeschmack, was das betrifft, aber wer Markus Merk halt ein bisschen kennt, der weiß halt auch, dass er manchmal, oder dass er für solche Sachen halt auch ganz gut ist. Ich finde, die, der erreicht, würde ich auch nicht ganz mitgehen. Andererseits muss man halt sagen, FCK hat eine Insolvenz hinter sich und da war er halt das Gesicht, der das zusammen mit Molly Vogt durchgezogen hat. Haben wir ja schon sehr oft besprochen hier, dass das alles nicht so einfach ist, wie es manchmal dargestellt wird, so eine Insolvenz. Von daher kann es ja auch sein, dass du einfach mal ausgelaugt bist als Person und dann für dich sagst, okay, das war's jetzt für mich, ich brauche jetzt mal wieder meine Ruhe. Das muss man dann einfach respektieren. Ja, es bleibt ja immer diese, ich sage jetzt mal, Restunsicherheit, er hat eben gesagt, aus persönlichen Gründen. Also man kann natürlich nicht ausschließen, dass eben doch irgendwas anderes dahinter steckt, dass er sich eben zurückgezogen hat. Ich fand diese Formulierung mit dem Ziel erreicht eben ein bisschen unglücklich, weil der FCK spielt immer noch in der dritten Liga. Von daher, ich finde das ein bisschen unglücklich. Aber wie gesagt, die genauen Hintergründe, die werden wir wahrscheinlich erst später oder vielleicht sogar gar nicht erfahren. Und mit dem Rücktritt Markus Merks war dann eben ein Platz im Aufsichtsrat vakant. Und da wäre eben der letzte Nachrücker eben, der noch in Frage gekommen wäre, so muss man es sagen, nämlich Carsten Krick. Und da gab es ja schon einige, ja, ich sag mal, kritische Stimmen, die das, wie gesagt, sehr kritisch gesehen haben. Beispielsweise gab es da unter seinem Namen in den sozialen Medien sehr fragwürdige Posts, was Corona angeht und sehr fragwürdige Äußerungen, was Politiker angeht und etc. Also da kann man, denke ich, spreche ich für euch alle, froh sein, dass Carsten Krick auf dieses Mandat verzichtet hat. Also ich meine, es ist, sagen wir es mal so, da waren Accounts, die augenscheinlich ihm gehört haben, ja, gerade sein Instagram-Account und sonst was. Und da wurde viel geschrieben, glaube ich, wo man dann klar, relativ klar sagen kann, dass das
mit den Vereinswerten irgendwie nicht in Verein, also in Verbindung zu bringen ist, zu vereinbaren ist. Das heißt, wenn das seine Meinung war, dann ist es völlig richtig oder ist es auf jeden Fall sehr gut, dass er das Amt nicht antritt. Und da wäre er auch nicht der Richtige, Richtige für das Amt gewesen. Dann hat er ja behauptet, ja gut, er wurde da gehackt oder sonst irgendwie wurde der Account übernommen oder sonst was, aber das wirkt halt nicht ganz so ehrlich, sag ich mal. Also wirkt auf jeden Fall etwas merkwürdig, weil das ging ja über eine längere Zeit, dass da solche Äußerungen getätigt wurden und naja, das muss er dann selbst wissen, was er da sagt, aber es wirkt halt ein bisschen unglaubwürdig, dass der Account von jemandem, der über ein halbes Jahr oder noch länger gehackt war, angeblich. Aber gut, jetzt ist es so, jetzt sind sie zu viert im AR und ja, weiter geht's. Ja, was ich in dem Zuge unheimlich bemerkenswert fand, ist, was es dann nach dem Rücktritt von Markus Merk für ein Lauffeuer im Internet gegeben hat, diese Posts, die da relativ zeitig publik waren. Und ich weiß, es ging auch relativ zeitnah zu den Vereinsgremien. Also die hatten da auch schon vor dem Rücktritt von Markus Merk Kenntnis darüber. Und da wurde auch schon kommuniziert darüber. Da bin ich immer wieder fasziniert, wie schnell das dann geht und wie der Druck dann da aufgebaut wird, ohne dass vielleicht der Verein was macht, wobei man immer, ob ich da auch gelesen habe, Verein muss jetzt mal was machen, also die haben was ja, gemacht, was auch denn, im Vorfeld ja. Schon. Was denn? Ja, was willst du dann machen? Naja, im Endeffekt ist halt durch, sind im Verein erstmal die, also haben was gemacht, die haben ein Gespräch gesucht, sagen wir es mal so, aber wenn der Kandidat halt sagt, er nimmt das Amt an, dann kann niemand was machen, das ist ja auch klar. Ja? Also es ist dann halt so. Aber viele Medien haben das dann halt auch aufgenommen und da wurde Druck halt relativ groß. Deshalb gehe ich voll mit Matthias mit, was er gesagt hat. Da muss man vielleicht als Verein draus lernen, in nächster Zeit bei den nächsten Wahlen halt mal komplett, was die Gremien betrifft, halt mal die Leute, wie soll ich sagen, zu durchleuchten, ist vielleicht ein bisschen der falsche Begriff, aber mal zu gucken, wer bewirbt sich da überhaupt und mal halt hinterher zu sein und nicht einfach in Anführungszeichen jeden willkürlich dazuzulassen zu so einer Wahl, weil dann kann man sich halt sowas, so ein Theater, kann man sich halt dann einfach sparen, ne? Vor allem, ich glaube, man kann ja sagen, zu dieser Wahl auch, es war, glaube ich, wenn man sich ein bisschen offenes Ohr hatte und ein bisschen umgeguckt hatte, war eigentlich schon vor dieser Wahl klar, dass es da, ich sag mal, zwei Kandidaten gab, die eher etwas zweifelhaft waren. Und wenn man da als Ehrenrat, der die Kandidaten auch zulassen muss, da ein bisschen genauer hingeguckt hätte, hätte man sich da einige Sachen ersparen können, aber naja. Die Frage ist halt, inwiefern der Ehrenrat da überhaupt eine Handhabe hat, Leute von der Wahl auszuschließen, ob die ganz schwer, Daniel, ja. Besteht. Ja, ganz schwer, habe ich ja eben auch gesagt. Da brauchst du schon wahrscheinlich triftige Gründe zu sagen, lassen wir nicht zu. Aber in dem Fall, ja. Und in dem Fall müsste es da nicht so, da gibt es doch nur Hü oder Hot. Also entweder er ist geeignet, dann darf man ihn wählen, oder er ist nicht geeignet, dann müsste man aber gucken, ob man ihn nicht aus dem Verein ausschließt. Wie gesagt, ist ein schmaler Grat, ne, was das betrifft. Aber alleine, wenn man halt einfach da mal richtig hinguckt und das, was Matthias eben angedeutet hat, ich meine, es war ja schon mehreren Leuten bekannt, auch was der andere Kandidat gesagt hat, der letzter wurde, es schlug ja in die ähnliche Kerbe so manchmal. Also, ne, dann, wie gesagt, also wenn wir es wissen oder wenn es viele wissen und müssen nicht mal viel dafür machen, und dann ist der Weg ja vom Ehrenrat halt echt nicht weit, mal zu sagen, wir gucken da mal auf, was weiß ich, Social Media Accounts, was läuft da und so, ist halt kein großes Hexenwerk, das zu machen, ne? Ja, jedenfalls, also wie gesagt, ob das so einfach möglich ist, weiß ich nicht. Ohne, also natürlich möchte ich auch nicht, dass solche Leute, die offensichtlich, also das passt, wie Matthias schon gesagt hat, ganz offensichtlich ja nicht mit den Werten des Vereins zusammen. Meine persönliche Meinung ist auch, dass ich möchte von solchen Leuten nicht repräsentiert werden als Vereinsmitglied. Ob da die Möglichkeit besteht, eben, dass man solche Leute von Wahlen ausschließen kann, finde ich zumindest zweifelhaft, aber ich bin auch kein Jurist, dass ich es irgendwie endgültig beurteilen könnte. Ja, ich wollte nur sagen, man hätte es sehen können, was da war, ja, im Vorfeld auch schon, vor der Wahl, und dann hätte man sich irgendwie halt
dieses ganze, was ich eben gesagt habe, dieses ganze Theater, das da über 1,5 Tage dann lief, hätte man sich einfach sparen können einfach. Ja. Ob das dann so einfach gewesen wäre, das sei mal dahingestellt, aber diese Beiträge, die hätte man halt auf der Hand haben können, weil, wie Matthias sagt, das war ja jetzt nichts Neues, was jetzt die letzten, keine Ahnung, das jetzt am 18. Dezember angefangen hat und mal völlig überrascht davon war, so meine ich das. Ja, gut, dann wollen wir einfach mal Schritt für Schritt durch die Jahreshauptversammlung durchgehen. Also ich denke, dass wir da jetzt nicht das über eine Stunde aufdröseln werden. Trotzdem einfach einmal die wichtigsten Sachen angesprochen. In dem Punkt erstmal danke noch an der Betze Brent, der uns da geholfen hat, das Ganze noch mal etwas aufzuarbeiten mit dem Live-Ticker. Das hat uns die Arbeit deutlich erleichtert. Wir haben uns so ein bisschen an den Tagesordnungspunkten orientiert. Ich würde jetzt mal anfangen, beispielsweise mit dem Bericht des Vorstands des Vereins. Dort wurden zum Beispiel insbesondere die verstorbenen Horst Eckel, Norbert Tienes und den leider schwer erkrankten ehemaligen FCK-Spieler und Legende, möchte ich jetzt einfach mal sagen, Ronny Hellström, wurden dort in besonderer Weise erwähnt. Und dann wurde etwas die finanzielle Situation des e.V. aufgedröselt. Ihr habt jetzt die genauen Zahlen vor euch. Also ich spreche jetzt euch natürlich an, meine Kollegen. Ich weiß jetzt nicht, ob da einer auf irgendwas im Detail eingehen möchte. Also man kann ja einfach mal kurz festhalten, also die Investoren haben es eben ermöglicht, mit einer Umschuldung oder mit einem Darlehen, dass die kurzfristigen Fälligkeiten gegenüber Quatrex und die Betze Anleihe 2, die allesamt im Jahr 22 fällig gewesen wären, dass man die dann eben in diesem Jahr bedienen kann. Ja, es ist natürlich, also sagen wir es mal so, es ist natürlich kein Zukunftsmodell über 5 Jahre, das ist ja wahrscheinlich jedem klar. Aber kurzfristig, wenn diese Sachen halt anfallen, muss er halt irgendjemand bedienen. Das ist natürlich, das kannst du natürlich dann vielleicht am besten mit deinem Investorenpartner machen, wenn die dazu bereit sind. Aber nochmal, über längere Zeitraum kannst du das natürlich nicht machen, weil es ist ja jetzt schon das zweite Mal, dass die im e.V. aushelfen. Deshalb würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass man das irgendwie auf die Reihe kriegt. Aber ich glaube, wird Matthias mir wahrscheinlich recht geben, in Liga 3 wird es ziemlich schwierig, irgendwie da aus den Miesen rauszukommen, in Anführungszeichen mal. Ja, also es ging jetzt hier auch vor allem um Verbindlichkeiten, die der e.V. hat. Und man hat ja jetzt, so wie ich das verstanden habe, eine Struktur da aufgesetzt, die es ermöglicht, dass diese Verbindlichkeiten dann auch bedient werden können und vielleicht umgeschuldet werden können entsprechend. Was ich jetzt in dem Zusammenhang ein bisschen blöd finde, ist, dass man, also das hat ja auf der letzten JV davor, fing das ja auch schon an, wurde es ja auch schon gesagt, dass man quasi einen Kredit bei der SBI dann von der bekommen hat. Und ihnen dann im Gegenzug dafür dann... Also von dieser Investorengruppe. Genau. Markus Lanz macht das auch immer. Ja, genau. Können wir da nochmal mehr drauf eingehen? Sehr interessant, sehr interessant. Sehr interessant, Matthias. Können Sie das noch weiter ausführen? Oh ja, Herr Lanz, das kann ich. und zwar, also was mich in dem Zusammenhang, was ich etwas schlecht finde, ist, also gut, dass man von denen Kredit nimmt, ist das eine, also wenn man das Geld braucht, muss man halt gucken, wo man es herbekommt und sich dann an den Investor, der eh schon Geld investiert hat, zu wenden, halte ich erstmal für logisch. Aber was mich in dem Zusammenhang halt stört, ist, dass man dann quasi als Ausgleich sagt, ja, er bekommt noch einen zweiten Sitz im Beirat dazu, weil man muss sich das ja mal so vorstellen, ja, also der e.V. hat ein Problem, sich zu refinanzieren, jetzt im Zuge der Insolvenz der KGaA, weil dann gab es ja Durchgriffsrecht und so weiter, wollen wir jetzt nicht ganz in jedem Punkt nochmal aufdröseln. Auf jeden Fall brauchten sie jetzt wieder, ich glaube, zur Ablösung von der Betze-Anleihe 2 war das dann, ich weiß nicht mehr genau, also sie brauchten auf jeden Fall jetzt Geld. Und dafür hat man sich jetzt diesen Kredit geholt und im Gegenzug dafür dann der SBI eben einen zweiten Beiratssitz gegeben. Und ich denke mir halt, naja gut, also erstens muss das ja auch schon letztes Jahr irgendwann klar gewesen sein, wie viel Geld der e.V. wann braucht. Also als die SBI eingestiegen ist, muss das ja auch schon relativ klar gewesen sein. Und selbst wenn nicht, die haben ja jetzt schon
11 Millionen mal mindestens rein investiert in den Verein. Und wenn der e.V. pleite geht, dann haben die halt aus ihren 11 Millionen 0 Millionen gemacht, weil die KGA dann auch, wenn der e.V. nicht mehr da ist, gibt es auch keine Spielberechtigung mehr für die KGA. Das heißt, die haben ja von sich aus schon ein großes Interesse daran, dem e.V. irgendwie auszuhelfen. Und ob man ihnen dann noch zusätzlich noch einen zweiten Beiratssitz quasi schenken muss für so einen Kredit, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen fragwürdig, aber im Endeffekt ist es halt so, sie brauchten das Geld und es wird jetzt auch nicht groß andere Möglichkeiten geben haben, um das zu finanzieren. Aber ich denke, man hätte da, also ich ganz persönlich denke, da hätte man vielleicht mehr rausholen können, aber gut, jetzt ist es so. Ja, und was du gerade auch gesagt hast, Flo, wir wissen alle, in der dritten Liga gibt es ein strukturelles Defizit, das liegt beim FCK, ja, wenn du jetzt dich bei den Ausgaben etwas zurückhältst, liegt es immer noch bei 5 Millionen im Jahr. Und davon kommt man halt auch nicht weg, selbst wenn du jetzt noch, ich weiß nicht, das Nachwuchsleistungszentrum irgendwie wegrationierst oder die zweite Mannschaft, dann sind es halt anstatt 5 Millionen, 3 Millionen im Jahr, die du miese machst. Aber also du kriegst dieses Defizit kriegst du halt nicht weg. Und solange wir in der dritten Liga sind, müssen wir uns daran gewöhnen, dass da immer irgendwer Geld zuschießen muss. Anders wird das beim FCK, kann das unter den Bedingungen so nicht funktionieren. Ja? Das ist leider so. In diese Richtung ging vorhin eigentlich auch meine Frage, wie wir jetzt die sportliche Situation betrachten oder wie wir die einschätzen. Weil natürlich ist es toll, dass der FCK diesen Turnaround geschafft hat, sportlich, dass wir jetzt in den letzten oder seit diesem Mannheim-Spiel eben so gut, dass das so eine Senkrechtkurve quasi hinbekommen haben. Aber es bleibt halt immer so dieser Gedanke, was wäre möglich gewesen, wenn der Saisonstart nicht so schlecht verlaufen wäre, wie er jetzt eben verlaufen ist. Scheiße, das stimmt doch, war doch scheiße. Weil das eben immer so ein bisschen im Hinterkopf ist. Also es kann ja sein, was weiß ich, wir spielen komplette Rotze und wir spielen aber eine mega geile Rückrunde und verpassen die Aufstiegsplätze ganz knapp und wären Vierter. Dann sagt man vielleicht, ja okay, Saison ist doch eigentlich ganz gut gelaufen dafür, wie sie angefangen hat, aber davon kaufen können wir uns am Ende halt nichts. Aber gut, wollte ich nur kurz erklären. Also ich wollte jetzt nicht dieses Fass wieder aufmachen. Aber wenn du jetzt das strukturelle Defizit ansprichst, Matthias, immerhin im e.V. haben wir kein strukturelles Defizit, wurde auf der Jahreshauptversammlung betont. Es wurde dort gesagt, dass die Mitgliederbeiträge grundsätzlich die laufenden Ausgaben des Vereins tragen können. Zumindest in der Hinsicht ja dann schon mal eine positive Nachricht. Und dann größeres Thema, das wurde auch später in den Wortmeldungen nochmal aufgegriffen. Ich denke, das können wir jetzt hier zusammenfassen. Es ging um diesen Brief von Boris Notzon, der damals ja noch als Sportdirektor beim FCK tätig war. Quintessenz war in etwa, dass eben der Aufsichtsrat des e.V. bzw. der Beirat sich da eben besonders im Sportlichen eben einmischen würde. Und Notzon war da eben mit einigen Dingen, wie das gelaufen ist, nicht so ganz zufrieden. Und letztendlich wurde dann dieses Schreiben untersucht, also FCK hat dieses Schreiben untersuchen lassen von einer Anwaltskanzlei und die hätte dann festgestellt, dass es da keine verbotene Einmischung gegeben hätte, sondern dass diese nur eine indirekte Einmischung gewesen wäre und dass das in dem Sinne dann satzungskonform gewesen wäre, dass der Aufsichtsrat bzw. der Beirat da seine Kompetenzen nicht überschritten hätte. Vielleicht kann man das ja dann, wie gesagt, schon mal direkt in Kontext mit den Wortmeldungen bringen. Vielleicht möchtest du, Matthias, uns da ja mal kurz das zusammenbringen. Also es gab ja später dann diese Wortmeldung, vor allem vom Aufsichtsratsmitglied, vom ehemaligen Aufsichtsratsmitglied Bernhard Kopischek. Kannst du uns da vielleicht einmal kurz zusammenfassen, was er gesagt hat und deine Eindrücke? Weil daraus hat sich ja tatsächlich so ein Wortgefecht vor den ganzen Mitgliedern entwickelt zwischen Aufsichtsrat und Kopischek. Darf ich gerade mal kurz sagen, bis was ich vorhin gesagt habe vor dem Jahreshauptversammlung, bis zu dem Punkt, bis zu den Aussprachen, habe ich gedacht, okay, hier kommen wir locker und ihr wahrscheinlich auch, die es geguckt haben, hier kommen wir locker in 3 Stunden durch. Das Ding ist gleich vorbei, da kann man ins Bett gehen oder wie auch immer, da kann man noch Fernsehen gucken, aber dann artet es ja noch aus. Aber jetzt darf der Matthias.
Ich weiß gar nicht, ob ich da so der Richtige dafür bin, weil ich kann mich noch erinnern, nämlich, dass irgendwann zwischendurch, als Koblicek da zu seinem großen Rundumschlag ausgeholt hat, irgendwann die Verbindung auch zur JV bei mir mal kurz weg war. Also ich habe auch 5 Minuten verpasst. Aber also im Endeffekt, wenn ich das so richtig verstanden habe, ging es ihm ja darum, dass er der Meinung war, die Dinge, die Boris Nodson da beschrieben hat in seinem Brief, das wären ja dann strafrechtlich relevante Dinge gewesen, weil es sich hier um eine Einflussnahme des Aufsichtsrats oder des Beirats gehandelt hätte, irgendwie nicht rechtens wäre. Und naja, also mein Eindruck ist halt auch, das war schon vorher bei dem, jetzt in Bezug auf den Brief von Boris Nodson so, also es ist ja so, wenn jetzt, sag ich mal, Markus Merk irgendwo hingegangen ist und hat jetzt dem Nodson gesagt, hier, wie ist denn das so und so, ohne jetzt mal auf irgendein Detail einzugehen, ja, und dann sagt er, und dann reden sie über irgendwas, dann bedeutet das ja noch nicht, dass er ihm einen Befehl gibt und dass er das machen soll, weil das kann er natürlich nicht machen. Aber solange er mit dem Sven-Oliver Vogt das auch im Zweifelsfall abgesprochen hat oder gesagt hat, mach das, könnten wir das nicht so machen, und dann sagt er, jo, machen wir so, und dann wird das gemacht, dann ist das halt nicht strafrechtlich Relevantes, ja. Also dann ist das, der ist ja jetzt nicht hingegangen und hat den Nodson gefeuert oder so, obwohl der Vogt das nicht wollte oder irgendwie sowas, ja. Also sowas ist ja nicht vorgekommen. Also von daher finde ich das immer so ein bisschen, ja, der eine sagt so, der andere sagt so, aber im Endeffekt, solange Sören Oliver Vogt da jetzt dem Ganzen nicht einen Riegel vorgeschoben hat, sondern das im Zweifelsfall abgenickt hat, ja, wüsste ich jetzt auch nicht, was daran strafrechtlich nicht, also relevant sein soll. Und vor allem, was ich mich in dem Zusammenhang auch noch frage, wenn er wirklich der Meinung ist, da sind irgendwelche Dinge gelaufen, die strafrechtlich relevant wären, ja, warum hat er dann keinen angezeigt? Also stattdessen hat er da groß rumgepoltert und hat gemeint, oh, das wäre auf jeden Fall so und so, soll er doch jemanden anzeigen, und dann wird das untersucht aus die Staatsanwaltschaft. Anstatt da aber einfach nur groß rumzutönen, dass das ja ganz, ganz sicher so gewesen sei, und dann sagen andere, nee, war halt nicht so. Und der FCK hat es, wie gesagt, die haben offensichtlich eine Kanzlei da das Ganze untersuchen lassen. Das kann dann stimmen oder nicht stimmen, ist ja, sei ja dahingestellt. Aber wenn Herr Kubitschek der Meinung ist, anderer Meinung ist als diese Kanzlei, dann soll er halt da jemanden anzeigen, und dann wird sich dann herausstellen, ob das stimmt oder nicht. Aber einfach nur da rumzupoltern, das kommt mir halt so ein bisschen billig vor, als wollte er sich da einfach mal nochmal gut darstellen im Nachhinein. Ja, also damit konnte ich doch sehr wenig anfangen mit seinem Auftritt. Dem konnte ich wenig abgewinnen, sagen wir so. Ist das eigentlich immer die gleiche Anwaltskanzlei, die diese ganze Gutachter für der FCK macht? Keine Ahnung. Gutachten? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn das so wäre und der FCK ruft von seiner Hauptgeschäftsnummer an, dann knallen dort immer schon die Korke. Flo, bevor du jetzt, durch was dazu sagst, also ich würde einfach nochmal kurz zusammenfassen, was er gesagt hat, dass wir alle da auf dem gleichen Stand sind. Also er meinte halt zum einen, er würde da keinen ernsthaften Willen zur Aufarbeitung sehen. Also er sagt halt, der FCK, der würde sich hinter diesem Schreiben verstecken, wo dann einfach nur bescheinigt wird, juristisch war das einwandfrei, aber er sagt halt, es wären halt ganz viele Personen, die eigentlich hätten befragt werden müssen, die wären nicht befragt worden. Und er hatte eben, wie gesagt, einfach nicht den Eindruck, dass man, also man hatte, so habe ich das verstanden, einfach nur, weil man war froh, dass man dieses Schreiben hatte, dass man aus der Nummer raus war. Er sagt aber trotzdem, so ganz kollegial oder korrekt ist das dann halt nicht gelaufen. Und er hat dann letztendlich tatsächlich auch den Rücktritt von Merk, Kessler und Erfurt gefordert. Und dann wurde es dann auch meiner Meinung nach ein bisschen hässlich, als er dann zum Ehrenratsvorsitzenden Michael Koll mehr oder weniger oder ganz direkt gesagt hat, dass er die Leute anlügen würde. Einfach nur, dass wir jetzt auf dem Stand sind. Aber Flo, jetzt darfst du gerne deine Eindrücke schildern. Ja, ich wollte gerade noch kurz sagen, Darstellung von FCK-Seite fand ich halt ein bisschen unglücklich zu diesem Nutzernbrief, weil, haben wir jetzt schon, glaube ich, 2-3 Mal angesprochen, du kannst halt, von meiner Warte her, kannst du halt nicht sagen, so ungefähr, wir hatten das Schreiben zwar vorliegen oder diesen Brief, aber dann haben wir ein bisschen so gezögert, weil wir waren ja im Abstiegskampf, und wenn wir dann noch Unruhe und so, finde ich sehr schwierig.
kannst du eigentlich nicht machen. Ich meine, wenn das Schreiben halt da liegt, musst du es halt auch, musst du dich auch drum kümmern in erster Linie. Und dann am Schluss zu sagen, ungefähr, ich kann jetzt den Wortlaut nicht mehr genau wiedergeben, aber es war ja dann ungefähr so, ja, aber jetzt ist ja, sind wir ja Tabellensechster und so ungefähr, was wollen die Leute denn jetzt noch und sowas. Jetzt geht es ja sportlich wieder aufwärts. Sich dahinter zu verstecken, fand ich sehr schwierig. Es war eine sehr einfache Argumentation, sage ich es mal so. Und zum Redebeitrag von Bernhard Kopliček will ich noch sagen, ich fand, er hat gut angefangen, aber danach auch stark nachgelassen. Jetzt kann der Matthias gerne seine Münze greifen. Und ja. ich fand, am Anfang war er eigentlich relativ ruhig und man kann ja nicht mal sagen, die Leute auf dem Podium haben ihn dann irgendwie provoziert, sondern er hat sich dann so in Rage geredet und dann, wenn du am Ende halt jemanden der Lüge bezichtigst, dann wird es halt schon eng, ne, ohne dass du was auf der Hand hast. Also da war es dann schon ziemlich daneben und aus meiner Warte hatte das dann auch phasenweise wirklich persönliche Züge, dass er da irgendjemanden an den Karren pissen will. Und da musst du halt dann irgendwann mal sagen, okay, komm, wir lassen es mal bleiben jetzt. Und wenn wir noch was zu klären haben, dann, ich meine, es sind meines Erachtens alles erwachsene Leute, sollen sich zum Kaffee trinken treffen und sollen es dann besprechen. Aber halt nicht, ja, weiß ich nicht, ob das dann am Ende noch was in so einer Versammlung zu suchen hatte, war halt mein Eindruck, es wurde dann halt persönlich. Und das finde ich halt immer ein bisschen schwierig, abgesehen von dem Wort Lüge, wenn du sowas zu jemandem sagst, musst du meines Erachtens schon stichhaltige Beweise auf der Hand haben, um halt zu sagen, hier, ich hab was, pass auf, hier wurde die Unwahrheit erzählt und das hat er nicht gemacht. Und wenn wir später noch dazu kommen, es hat sich dann halt irgendwie leider, aber auch irgendwie gerechtfertigt in der Abstimmung zur Entlastung dann halt auch wieder gespiegelt, der Auftritt, ne? Ja, dazu kommen wir tatsächlich später noch. Hat denn sonst noch immer was dazu zu sagen? Sonst würde ich nämlich langsam weitergehen. Also, ich will auch noch sagen, dass ich auch finde, diese Argumentation zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf den Abstiegskampf und lassen das jetzt erstmal links liegen, finde ich auch etwas merkwürdig. Und ich bin mir auch sicher, dass man da intern und auch in der Aufarbeitung, das hätte man sicherlich besser machen können, keine Frage. Also ich will da jetzt nicht den Leuten irgendwie einen Freibrief ausstellen. Aber mein Eindruck war immer, dass das irgendwie immer darauf hinausläuft, dass halt irgendwer unzufrieden war, weil man der Meinung war, dass sich da jemand einmischte, obwohl er sich vielleicht nicht einmischen sollte. Aber ich glaube halt nicht, dass da strafrechtlich was Relevantes dran ist. Also es war auf jeden Fall nie mein Eindruck. Und dieser Auftritt von Kopliček auch, ja, auch Flo, was du gerade gesagt hast, dann Leute da der Lüge zu bezichtigen, während, also ich meine, die waren sich ja auch die Leute, die erst dann danach, also nach diesem Notson-Brief erst gewählt wurden. Jetzt zum Beispiel der Helou hat ja auch klar gesagt, also sie haben sich das angeguckt und waren alle der Meinung, dass das, so wie das jetzt da bewertet wurde, dass das so auch richtig ist. Also Bernhard Kopliček war da doch sehr alleine auf weiter Flur und dann so ein Auftritt, wie gesagt, dann bin ich der Meinung, ja gut, dann leg was auf den Tisch und polter halt nicht nur rum. Viel mehr als da persönliches Rumgepolter war es, aber irgendwie dann im Endeffekt nicht. Und das ist mir dann ein bisschen zu wenig. Und ja, er hat dann vielleicht auch für diesen Auftritt dann die Quittung von den Mitgliedern bekommen. Wahrscheinlich auch nicht so ganz zu Unrecht, aber ja. Ja, also ich finde das auch, also man hatte halt tatsächlich so diesen Eindruck, so wie es Flo jetzt auch gesagt hat, dass es halt wirklich so eine private Geschichte wurde irgendwann. Und ja, also ich finde es halt auch, wenn dann in so einer Situation dann auch jemand sagt, ich stehe wieder zur Verfügung, wenn der und der weg ist, also lässt meiner Meinung nach auch schon tief blicken. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich habe jetzt hier tatsächlich noch einen kleinen Schlenker zum Sportlichen. Also Heng hatte auch einen Auftritt bei der Jahreshauptversammlung, hatte auch kurz erzählt und er meinte halt, ein Ziel möchte ich jetzt nicht nennen, was er für den FCK formuliert hat. Er hat dann einfach nur gesagt, dass man möglichst schnell die 50-Punkte-Marke erreichen möchte. Das ist so der sichere Klassenerhalt, würde ich mal behaupten. Und dass man danach eben weiterschauen wollte. Ja, möchte sich aber natürlich da nicht wirklich festlegen, möchte sich da nicht wirklich drauf festlegen lassen, dass man da tatsächlich um den Aufstieg mitspielen möchte. Ja, dann mal wieder Thema Fansäule.
die ja damals bei der Ausgliederung fest vorgesehen war als eine von vier Säulen eben, wie man dem wie der FCK zukünftig finanziert werden soll. Die ist halt immer noch nicht geöffnet. Da hieß es jetzt bei dieser Jahreshauptversammlung, dass man die Fansäule öffnen wolle, wenn die FCK-Kapitalgesellschaft auf festerem Boden stehe. Was auch immer das zu bedeuten hat. Ja, das bedeutet halt, dass du nicht jedes Jahr 5 Millionen brauchst von irgendwem, um die Lizenz zu bekommen. Genau. Man muss, also, du kannst ja nicht weiter als ein Jahr planen, wenn du dann mal das Geld zusammen hast und unter den Umständen dann die Fansäule zu öffnen und zu riskieren. Also da werden ja dann auch nicht Millionen zusammenkommen wahrscheinlich. Und dann zu riskieren, dass das Geld dann eben auch wieder irgendwie, also dass die Anteile nicht mehr wert sind, wenn du halt die Lizenz nicht bekommst und dann plötzlich in der Regionalliga spielst und auf dem Erbsenberg spielen musst oder sonst wo. Ja gut, aber wann? Also ich kann das nachvollziehen zumindest, ja. Aber wann soll dann dieser Punkt erreicht sein? Selbst wenn man jetzt in die zweite Liga irgendwann aufsteigen sollte, dann kann es genauso passieren, dass man wieder absteigt und dann ist man am gleichen Punkt wieder. Ja, ich glaube, erstmal muss man, glaube ich, dazu sagen, dass alleine die Öffnung meines Wissens einige 100.000 Euro kostet. Alleine einfach die Öffnung zu machen und dann, wie Matthias sagt, gehe ich eigentlich mit. Ich weiß nicht, vielleicht täuschen wir uns auch beide, aber ich glaube nicht, dass du so viel Geld einnehmen wirst, dass du sagst, okay, das ist rentabel, das ist das Erste. Und zweitens, finde ich, muss man halt jetzt immer, umso weiter man das halt rausschiebt, jetzt wie gesagt, ohne jemanden in Schutz zu nehmen, Gottes Willen, aber umso weiter das jetzt halt man das rausschiebt, muss man halt immer sehen, wann war denn diese, muss man ja fast schon sagen, heutzutage oder heute, diese tolle sagenumwobene Ausgliederung, die da durchlief, die ist halt jetzt schon fast 4 Jahre her. Da ist man vielleicht auf einem anderen Wissensstand, will ich jetzt mal sagen, gewesen wie heute. Und man muss ja auch das, also es wurde ja halt versprochen, da müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Fansäule, super, Fans können investieren und können sich da, können da mitmachen. Aber ich glaube, in der heutigen Situation, in der Ist-Situation, die man jetzt hat, mit einer Insolvenz, die man schon durchlaufen hat, gehe ich mit Matthias ein bisschen mit, halte ich es eigentlich momentan für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die geöffnet wird. Aber deine Gegenfrage dann ist natürlich gerechtfertigt. Wann willst du es dann machen? Das stimmt. Aber ich glaube, wenn man auf finanziell gesünderen Füßen steht, wann das halt sein wird, das kann halt wahrscheinlich hier keiner sagen. Ne? Die Frage ist halt auch, wie groß die Nachfrage danach überhaupt ist. Genau, es ist immer so das, was man so hört, ja, die Fans wollen den Verein unterstützen und öffnen die Fansäule, aber mit den Erfahrungen aus der Insolvenz und auch mit der Erfahrung aus der Betze-Anleihe, ja. Ja. Naja, ich sag mal so, die Leute, die in die Betze-Anleihe investiert haben, die hätten da auch schon wissen müssen, dass das Geld halt weg sein kann. Klar. Und das müsste man natürlich für Leute, die in die Fansäule investieren wollen, müsste man das eigentlich auch unterstellen. Aber die Realität zeigt natürlich auch, dass dann, also wir haben es ja dann gerade auch bei der JHV gesehen, ich habe seinen Namen vergessen, aber da gab es ja auch einen Fan, der, ich glaube, im Rollstuhl saß, der auch gesagt hat, dass er bei der Betze-Anleihe investiert hat. Und ich sag mal so, vielleicht ist es dann eben auch so, dass man dem einen oder anderen davor schützen muss, dass er sein Geld da wegwirft. Ich glaube, der FCK wird immer Leute finden, die investieren. Also wenn man heute sagt, unabhängig von der Fansäule oder Fananleihe, egal, der EV braucht Geld oder die KGAA braucht Geld, wir brauchen wieder euer Geld, bitte kauft XY, dann findest du immer Leute meines Erachtens, die immer noch kaufen. Aber was oder die immer noch investieren. Aber was Tobi gesagt hat, glaube ich auch. Ich glaube, dass man einfach nicht das Potenzial hat, in eine Fansäule so viel Geld einzunehmen, in der Ist-Situation, die jetzt vorherrscht, es kommen ja auch noch andere Faktoren dazu, jetzt zum Beispiel die Corona-Situation oder, dass die Nachfrage einfach nicht da ist, dass der Verein nicht sagen kann, wir öffnen das jetzt und wir zahlen dann Batzen Geld alleine für die Öffnung. Und dann investieren die Leute da, was weiß ich, 10 Millionen Euro oder was. Das kann ich mir am besten nicht vorstellen. Das wird ja nicht passieren. Also 10 Millionen Euro, glaube ich. Oder 5 oder 3. Ich glaube nicht immer, dass man 3 zusammenkriegt. Ja, also so viel habe ich jetzt aber da nicht. Gut, es kommt halt drauf an. Ich weiß jetzt halt nicht auch, ob wir da jetzt im ersten Moment die Ansprechpartner sind. Also klar, ich kann mir jetzt für 200 Euro Anteile kaufen, aber wahrscheinlich sind das ja dann schon eher, keine Ahnung,
ja, kleine Handwerksbetriebe oder so irgendwas, die da eine besondere Affinität zum FCK genau, aber haben. Aber die Leute investieren ja schon in dieses neue, jetzt müsste ich nachgucken, wie das heißt. Betze-Basis. Ja. Da wird ja schon investiert. Also ich weiß, dass du die Nachfrage gar nicht so schlecht ist, aber da geht es halt um Minimalbeträge, sagen wir es mal so. Und da in eine Fansäule sprechen wir ja wirklich von größeren Beträgen. Und ich glaube, die hast du im Moment einfach nicht da als Potenzial, dass die Leute da was einzahlen. Aber es ist nur meine Meinung. Ich kann mich natürlich auch täuschen, aber ich sehe das halt so. Ja, also es gibt ja Leute, die sagen, die Fansäule, die kommen gar nicht mehr. Wir müssen es halt abwarten. Also ich glaube auch nicht, dass sie in der dritten Liga kommt, wenn ihr, also gerade bei den Kosten, die jetzt Flo zum Beispiel angesprochen hat, es ist ja auch eine Sache vom Vereinswert, ja. Also da würde man ja auch sehr viele Anteile hergeben, die man in der Situation vielleicht so gar nicht abgeben möchte. Ja, da sind wir schon wieder bei der Aussprache. Ich denke, ich glaube, mit den vorherigen Punkten sind wir dann soweit auch durch. Guck jetzt hier gerade mal, über Bernhard Kubischek haben wir jetzt schon ausführlichst gesprochen. Dann hatten wir noch die Frage nach der Stadionpacht, wie da der aktuelle Stand ist. Stand jetzt läuft der Vertrag, oder was heißt der Vertrag, die reduzierte Pacht, die läuft zum Sommer aus. Aktuell ist da noch nichts zu hören, wie es nach dem Sommer weitergeht, ob da die reguläre Miete fällig sein wird oder ob man da mit der Stadt sich eventuell dann doch noch auf irgendeine andere Vereinbarung einigen kann. Ja, ich kann da vielleicht kurz zu sagen, ohne jetzt auch zu viel zu verraten. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis und die Aussage ist jetzt auch nicht unbedingt weltbewegend. Ich habe mich ja vor Weihnachten mit dem Thomas Heng getroffen für ein Interview und da hat er mir gesagt, auf die Frage, sie wären in guten Gesprächen mit der Stadt und er könnte überhaupt nicht, seines Erachtens ist es überhaupt nicht so, dass da irgendwelche Sachen im Argen liegen und es würde zeitnah eine Entscheidung dazu kommen, aber wann das halt ist, kann ich jetzt halt auch nicht sagen, aber muss ja zeitnah sein, wenn man vor 2 Jahren zurückgeht, war das ja irgendwann kurz vor der Corona-Pandemie, so Ende Februar, meine ich, oder so, also wird da wohl in den nächsten 4-6 Wochen was passieren, also hoffe ich mal, denke ich. Das Ding ist ja auch einfach, also wenn wir solange wir in der dritten Liga sind, wird das auf dem Niveau bleiben, was wir ja auch jetzt zahlen. Viel mehr wirst du da nicht rausholen können, das kann sich der Verein nicht leisten. Es geht einfach nicht, das Geld ist nicht da. Dann kannst du sagen, ja, aber da sind doch Investoren. Ja, aber du kannst halt auch von den Investoren nicht verlangen, dass sie dann plötzlich pro Jahr in der dritten Liga nochmal 2 Millionen extra zahlen für ein Stadion, was du eh nur so halb brauchst. In der dritten Liga und das kann ja nicht funktionieren, das ist völlig klar. Ja, und dann ist halt die Frage, bitte? Ja, ich wollte gerade noch kurz sagen, die Vorzeichen sind halt jetzt wieder andere durch die Corona-Pandemie, es ist da dann halt meistens oder oft auch leer noch, das kommt noch dazu. Kommt auch noch hinzu, genau, ja. Und ich glaube, also ich denke, dass man einfach diese, was ja auch gut ist, keine Frage, dass man einfach dieses öffentliche Theater, das da vor 2 Jahren war, über mehrere Wochen halt einfach vermeiden will, weil das hat mit Sicherheit nicht zu Vertrauen geführt, bei wem auch immer, das muss man ja auch so klar sagen, ne? Ja. Das auf jeden Fall. Ja, Flo, kannst du was Neues berichten zum Kaiserkarree? Das ist schon immer recht gut informiert. Ja, Kaiserkarree, das war doch auch vor 2 Jahren. Das stimmt, das war so ungefähr vor 2 Jahren habe ich das irgendwie. Ja, wann ist der Spatenstich? Ja, kann mich noch ganz gut daran erinnern. Da war ich nämlich um die Zeit irgendwo in Italien in Urlaub und dachte dann auf dem Handy, was ist eine Kaiserkarree, was soll das denn sein? Und habe mir die Präsentation angeguckt und dachte so, naja, schöne Idee, aber hast doch bestimmt auch davon geträumt, von so einer Eigentumswohnung, so unter der Osttribüne oder so. Auf jeden Fall. Oder dass man mal so in die, was weiß ich, einfach rübergehen kann in ein Einkaufszentrum. Ja. Toll. Erstmal zu Penny. Genau. mit dem E-Bike. Ja, ich dachte, wir könnten uns dort so ein Podcast-Studio einrichten. Achso, nicht mehr im Medienturm. Kaiserkarree. Also. Was der alles noch weiß, das ist ja unfassbar. Ja, aber leider haben es sogar unnützes Wissen. Folge so genannt. Ja, unnützes Wissen bleibt bei mir sowieso immer hängen. Aber leider ist es halt, leider ist es halt erst 2 Jahre her, ne? Und wenn ich vorhin gesagt habe, wer will halt dieses ganze Theater in der Öffentlichkeit vermeiden, was ja, wie gesagt, erstmal gut ist. Aber wenn man halt daran dann denkt. Ich frag mich jetzt halt auch heute rückblickend so, was das überhaupt dann für eine Nummer war mit dem Kaiserkarree, ne? Weil hat man ja ungefähr
ungefähr nie mehr was davon gehört. Ich glaube, damals hat jeder so ein bisschen seine Position ausgelotet. Zu wem kann er hingehen, wem kann er was erzählen, wo kann er seine Geschichten platzieren und ist doch ganz gute Idee, machen wir doch mal und so, ne? Und alleine, was da halt die 6 Wochen gelaufen ist, ja. Ja, also ich glaube, ein Punkt war da halt auch noch, dass dann natürlich auch mit Flavio Becker immer noch. Den gab's ja auch noch. Also zumindest bis dahin gedacht, da steigt jetzt jemand ein, der dann hier das Stadion auch noch kauft und alles da rein investiert und ganz toll wird das alles, kommt da, ich weiß nicht, wird alles bebaut drumherum und so. Und irgendwer dachte wohl, das ist eine ganz, ganz tolle Idee für die Stadt, jetzt ein bisschen Geld zu investieren, schon mal in so eine Supi-Planung rein. Hat nicht geklappt, schade. Also, es gibt noch diese Seite zum Kaiserkarree, die Internetseite. Man kann sich dort für ein Newsletter anmelden. Ich bin mal gespannt, ob da noch regelmäßig Newsletter reinkommen. Ich würde doch gerade mal unsere Podcast-E-Mail-Adresse anmelden, dass wir dort informiert sind. Wie ist die Adresse da? Ich gucke mal. Aber da man in der Öffentlichkeit nichts hört, kann es natürlich sein. Nee, Spaß beiseite, aber ja. Ja, die arbeiten da mit Hochdruck dran. Dann werden wir euch informieren, wenn es was Neues gibt. Ja. Ja. So, ein Gewinn für alle. Stadt Kaiserslautern, das Kaiserkarree. So, Newsletter. Ich finde es immer noch wirklich vergeudet, dass sie da keine Reh genommen haben als ein Tier oder so für dieses Kaiserkarree. Das ist einfach vertane Chance. Ja. So, ich habe uns dann mal registriert. Vielen Dank. Super. Da bin ich mal gespannt. Wir könnten doch auch gleich eine E-Mail schreiben, dass wir groß da einsteigen wollen. Vielleicht kommt es dann nochmal auf den Tisch. Ja. Ja, guck mal, wir haben sogar Interessenten. Ja, was denkst du? Da ging jetzt morgen früh gehen direkt die alle Warnlampe an. Das hat jemand den Newsletter abonniert. Da müssen wir wieder was machen. Ja, hoffentlich sind die da mit dem Newsletter besser aufgestellt wie der FCK damals mit seinem E-Mail-Server. wie gesagt, ne, Kaiserkarree ist so der Ursprung eigentlich und was danach halt in der Woche abgegangen ist, da ist halt, was weiß denn ich, mit irgendwelchen, die Stadt wird irgendwelche Vereinsanteile haben oder wie auch immer, also oder irgendwelche Einnahmebeteiligungen an irgendwas. Und am Schluss hat man sich dann doch ein bisschen auf, in Anführungszeichen, schiedlich, friedlich geeinigt auf eine Stadionmiete, die der dritten Liga angemessen ist oder vielleicht sogar noch, vielleicht eigentlich zu hoch, aber okay, unter den Umständen vielleicht dann durch den Stadionpachtvertrag angemessen ist. Ich glaube, dass man das halt einfach vermeiden will und es ist ja erstmal gut nochmal, weil ich glaube, da will keiner mehr 5 Sitzungen im Stadtrat verfolgen, unabhängig von der Corona-Situation, ob das überhaupt geht momentan. Eigentlich hätten wir damals aus der Stadtratssitzung direkt eine Folge da drin aufnehmen sollen. Direkt von der Zuschauertribüne aus. Aber FCK-Stadtratssitzungen sind nur echt mit dem Live-Auftritt vom Stefan Kunz. Ich habe gehört, er ist jetzt Influencer auf Instagram. Der verlost Trikots. Ja, der verlost jetzt seit Trikots, ja. Der hat gut zugelegt an Follower, mein lieber Mann. Ja. Mhm. Der Account geht durch die Decke, mein lieber Schwan. Ja, der hat es geschaut jetzt. Ja. Könnte mit seinem momentanen Job zu tun haben. Ja, ja, möglicherweise. Next Step Only Fans Account. Dann machen wir mal weiter. Also wenn Flo jetzt berichtet, also was Flo jetzt berichtet, hört sich ja eigentlich ganz gut an. Und dann darf man ja mal gespannt sein und darf ja mal vorsichtig optimistisch sein, dass wir da in den nächsten Wochen gute Nachrichten hören werden. Von was jetzt? Von der Fansäule oder vom Kaiserkarree? Von der Stadionpacht. Ich würde mir einfach wünschen, dass es irgendwann eine Pressemeldung gibt. Stadt und FCK einigen sich auf was weiß ich und dann ist die Sache erledigt. Das wäre eigentlich so ganz gut und es wäre für beide Parteien eine gute Außendarstellung. Was sollte drinstehen? Stadt Kaiserslautern verkauft Fritz-Walter-Stadion an 1. FC Kaiserslautern e.V. für einen symbolischen Euro. Ja, nee, Stadt okay. Hat gut verhandelt, sie nehmen 2 symbolische Euro. Aber das Moos auf dem Dach ist dann inklusive und der ganze Vogeldreck. Ohne Moos nichts los, Matthias. Moment, so.
Ja. Der schläft auch schon, der ist auch schon jetzt im Feierabend, Mensch. Ja, warte mal, für das Kaiserkarree, einfach nur, dass du es erwähnt hast, mache ich dir noch hier noch ein Stück. Stimmt, ich hatte schon vergessen, das stimmt. Ja, ich auch. Jeder bei uns im Podcast hat seine Aufgabe. Ja, jetzt wird auf den letzten Metern wird nochmal alles gegeben. Wird es nochmal hässlich jetzt, wird es nochmal persönlich. Ja. Ihr Lügner. Was für ein Euro, ich habe kein Euro. Ja, dann einmal so Gas geben auf der letzten Meter wie damals in Darmstadt. Oh Gott. Jetzt müssen wir die Geschichte eigentlich in jedem Podcast wieder hochholen. Ja, immer wieder. Gleich ja, erzählt noch einer was von Auge. Das ist nach wie vor eine offene, klaffende Wunde. Hey, Tobi, ja. Ich glaube, du musst dir mal einen Psychotherapeuten suchen. Ja. Ich glaube, das ist so ein Trauma. Nee, ich würde dir sagen, in Darmstadt wurden wir wenigstens noch verpfiffen, aber... Ich war damals echt der Meinung, dass es bald nach Hause geht. Mhm. Ach ja. Und seither nie mehr. Oh. Seither suche ich das zu Hause. Seither läuft der Tobi ums Haus und man denkt, wo ist denn hier der Eingang? Mhm. Wo steht es denn hier? Bundesliga. Ja. Ja. Ah ja. Tobi kann nur durchs große Fenster von reingucken ins Haus, hallo, aber findet den Eingang einfach nicht. Genau, und sieht hinter... Die ja, hallo, ich bin der Tobi, ich habe ein Problem mit und ohne den FCK. Genau. Hinne leuchtet ihn durchs Fenster der Allianz Arena, dann kommt mir der Robert Lewandowski ins Bild und winkt mal kurz. Und alle machen dann, hallo Tobi. Genau. Wer sehnt sich nicht danach, in einer Saison endlich mal wieder von Lewandowski 14 Dinger reingeknallt zu bekommen? Du, ganz ehrlich, ich würde mich schon, ohne Spaß, ich würde mich schon nächstes Jahr zweite Liga gegen Bremen, Schalke und... Ich würde mich vor Freude kringeln. Auch Heidenheim freuen. Was? Darmstadt. Was? Darmstadt steigt auf und St. Pauli auch. Was, Flo? Heidenheim? Was? Ja, ist doch ein besserer Gegner wie das alles jetzt in der dritten Liga, oder? I'm living it. Das ist einfach die gleiche Scheiße. Na. Ja, ob Heidenheim oder Groß-Asbach? Gut, ja, ich spiele jetzt auch nicht mehr dritte Liga, aber... Groß-Asbach hat diese Woche... Also Flo, drei Ansprüche sind aber wirklich stark gesunken, ey. Ja, es ja, ist so. Bremen würde ich ganz cool finden. Ach, Heidenheim, ah, jo, klar. Tobi Flo hat die dritte Liga angenommen, im Gegensatz zu dir. Mhm. Big dislike. Ja. kann ich nicht widersprechen, es ist so. Ja, seit dem Darmstadt... Bitte? Bitte, ja, ich lasse... Bitte gerne. Nee, ich wollte nur sagen, seit dem Darmstadt-Spiel ging es bergab. Für wen es auch bergab ging, das waren einige Kandidaten des Aufsichtsrats bei der Entlastung. Warte. Alter, der Markus Lanz ist heute in Hochform, mein lieber Mann. Ja, echt. Ja. Also nur jetzt nochmal, um das Fecht zu halten. Also der Flo ist unser Mentalitätsmonster. Ja. Ja. Er haut immer alles raus. Er zieht uns nach oben. Ja, genau. Wenn wir mal wieder zu tief also, in so einem Darmstadt-Trauma haben. Aber so fertig muss man erst mal sind, dass man die Drittliga richtig annimmt. Also das ist schon... Ja. Bei mir ist die zuwider. Ja. Ja. Sollen wir gucken? Es hat sich halt ja, über die Jahre so, hat sich über die Jahre so ergeben, Tobi. Einfach ist halt so. Mhm. Ich glaube, Tobi, du kannst die dritte Liga nur dann richtig annehmen, wenn du mal auf dem Acker in Lotte standest. Versuch das mit der Boden. Ja, Matthias, dann hast du die dritte von Liga hinten richtig angenommen. Und du da stehst und von hinten denkst, hä, kommt da hinten jetzt eben ein Bagger oder was ist das? Hä, was machen die mit den Autos? Dann bist du angekommen. Ja. Ja. Wenn du weißt, du musst als einer der ersten drei Autos da runterfahren, danach ist nur noch Schlamm übrig und keiner kommt mehr vor und zurück. Ja. So, jetzt müssen wir mal langsam vorankommen hier. Ich will hier schon... So, genau. Lassen Sie uns darüber später nochmal reden. Genau, aber jetzt. Ja, ich schreibe mir das hier auf. So. Also, zunächst Entlastung des Vorstands. Also, der wurde en bloc entlastet mit Dagmar Eckel, Steven Dooley, Wolfgang Erfurt, Tobias Frei und Gero Skira, die alle in dem Geschäftsjahr 2021 ganz oder teilweise als Vorstände des e.V. aktiv waren. Die wurden mit 91,17% der Stimmen entlastet. Und der Aufsichtsrat, der wurde einzeln entlastet. Ich zähle jetzt einfach mal kurz die Kandidaten, die Aufsichtsratsmitglieder, die in dieser Zeit
ganz oder teilweise eben im Aufsichtsrat saßen, auf. Das sind Fritz Fuchs, Rainer Kessler, Markus Merck, Johannes B. Remy, Valentin Helou, Martin Weimer, Christian Bettinger, Bernhard Koblischek, Jörg E. Wilhelm und Martin Wagner. Davon wurden bis auf zwei alle entlastet mit unterschiedlich guten Ergebnissen zwischen 93,2% beispielsweise für Johannes B. Remy und 78,2% für Martin Weimer. Und genau, die beiden Aufsichtsratskandidaten, die nicht entlastet wurden, und da kommen wir mit dem Bogen zurück zu dem, was Matthias und Flo vorhin angedeutet haben, waren zum einen Jörg E. Wilhelm, der ja auch auf sich aufmerksam machte, nachdem er nicht mehr Teil des Aufsichtsrats war, und eben Bernhard Koblischek, der eben deutliche Kritik übte und, wie gesagt, der sich dann da einen Schlagabtausch lieferte, der dann eben doch tatsächlich an so eine private Feder erinnert hatte. Also bei der Anzahl von Aufsichtsrats... sagt alles. Nee, warte mal. Bei der Anzahl von Aufsichtsräte sollte man vielleicht in Zukunft einfach nur noch die vorlesen, die noch nicht Aufsichtsrat waren beim FCK. Weil ich glaube, es ist gerade so, also wenn man das jetzt mal so, ja, überschaut, was in einem Jahr sich alles Aufsichtsrat nennt, dürfte es jetzt so der Break-Even sein. Jo. Ja, der Durchsatz ist ja relativ hoch. Ja. Ja, das stimmt. Ja, also Aufsichtsrat beim FCK, das ist wie Durchlauferhitzer. Tut nur ein bisschen gehärtet. Genau, ja. Kurz mal gucke und sage, oh nee, das ist doch nichts für mich, und dann gehe ich wieder, so ist es. Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Genau, so kann ich nicht arbeiten. Mit den ganzen Kriminellen kann ich nicht zusammenarbeiten. No way. Aber ist nicht meine Meinung. Naja, aber also hier Quintessenz ist halt, nachtreten kommt halt nie gut, ne? Das ist halt... Ja, ich habe hier gerade eine Nachricht von Matthias. Sein Teamspeak-Account wurde gehackt. Tunnel. Von der Kriminalpolizei. Ja. .ru. Vom BKA. Erklärt heute einiges. Ja. Haben gehackt über meine Luca-App. Genau. jetzt wird das aber wissen. Jetzt hacken sie dich schon mit deinem eigenen Steuergeld, Sauerei. Geil. Aber echt, da kommt die Polizei Mainz gleich um die Ecke, Matthias gleich. Was ist denn los hier heute? Ihr kommt aber auch vom Höcksken aufs Stöcksken heute. Nee, ja, Herr Lanz. Warte, wie soll man das denn moderieren heute? Also ja, wirklich. Da muss aber der Moderator halt mal eingreifen. Ja, deswegen, jetzt ist aber auch hier Schluss, ja, weil sonst reden wir noch 4 Stunden und haben dann 2 Minuten. Ja. Oder so über den FCK gesprochen. Nee, so. Spaß. Genau. So, jetzt hat er mal eingegriffen. Scheiß Moderator, ja, verpfeift uns hier der ganze Podcast. Genau. Meinungsmache ist es hier. Sowieso. Nee, diese nochmal nachtreten ist ja, glaube ich, so die Quintessenz davon, kommt halt nie gut an. Aber ja, so wie Tobi gesagt hat, waren halt schon ein bisschen viel Aufsichtsratskandidaten, ne? Das ist halt schon krass. Ich habe nämlich auch Stimmen gehört, ohne jetzt Namen zu nennen, die zu mir danach gesagt haben, ich habe dann die Namen gehört von manchen und du musst erst mal überlegen, wer war das überhaupt? Oder aus welchem Jahr? Oder, genau. Ja, das stimmt. Ja, deshalb niemals das Programmhefte zu einer Jahreshauptversammlungswahl wegwerfe. Welche Steckbriefe und so, ne? Also immer direkt ins Research Department bringe, mit Strichcode gut archiviert. Ja gut, das ist ja eh bei uns der Fall. Auf jeden Fall. Ja, die kann man sich ja einfach im Mitgliederbereich runterladen, ne, Matthias? Ja, genau, wenn man sich um Zugang bemüht, ja. Ja. Vielleicht sollte ich das mal machen, jetzt nach 3 Jahren oder so. Ja, für 3 Jahre wird es klappen. Also ich zweifle du also ein bisschen an deiner Mentalität. Also wenn an der zweifle ich auch. Das wenn du so ein Mentalitätsmonster wie du Flo wärst, dann hättest du dir deinen Zugang schon längstens wieder besorgt. Ja. Da müssen wir nochmal extra Sitzung einlegen, Matthias. Da sage ich dir das mal, wie das geht. Ja, ich habe nach 2 erfolglosen E-Mails einfach aufgegeben. Das ist nix. Ja, aber zur Jahreshauptversammlung nochmal kurz, was ich vorhin schon kurz gesagt habe.
diese anfangs dachte ich, okay, da kommt mal, sagen wir maximal 3 Stunden und dann dauert es halt doch 5,5. Obwohl sportlicher Erfolg kann man definieren, wie man will. Ich sehe es ein bisschen differenzierter, sportlicher Erfolg, 6. in der 3. Liga, naja, okay. Kann jeder bewerten, sagen wir mal so, wie er will. Aber da frage ich mich halt, was wäre los gewesen bei dieser Versammlung? Ist natürlich rein hypothetisch, wenn FCK wieder so schlecht dagestanden hätte wie letztes Jahr, also sprich auf dem Abstiegsplatz, dann wäre es diesmal wieder 7 oder 8 Stunden gegangen. Ja, aber in einer Präsenzveranstaltung wäre das Ganze ganz schön hitzig geworden. Das stimmt, ja. Das stimmt. Wobei diese beiden virtuellen Versammlungen, die war jetzt auch wieder echt, die war jetzt echt wieder vom reinen, alles, also von der reinen Organisation fand ich es echt gut. Ja. Ja. Wie sah es bei dir zu Hause mit dem Frikadellebestand aus? Ja, also sagen wir mal so andersrum, es gab sogar alkoholreiches Bier, das gibt es ja normalerweise, oder Alkohol gibt es ja normalerweise auch nicht, aber... Gott sei Dank. Ja, klar. Natürlich, klar, jeder sagt, Präsenzveranstaltung muss natürlich wieder sein, keine Frage, geht halt im Moment nicht. Aber ich gehe mit dem Tobi auch mit, wenn es eine gewesen wäre, könnte ich mir auch vorstellen, wäre es noch, hätte es durchaus Zwischenrufe gegeben, sagen wir es mal. Also ich würde verdammt gern mal wieder so 12 Stunden mit euch in der Fanhall sitzen. Ja. Geil. So richtig schön wie die Sardine nebeneinander, ja, wenn der große Hunger kommt, es keine Frikadelle mehr gibt und so. Ich würde saumäßig Bock drauf, das wäre dann mal was, ey. Das stimmt. Ja. Irgendwann bestellt 11 Stunden Sitzung, 8 Stunden hungrig. Irgendwann bestelle ich einfach mal eine Pizza. Ja, irgendwann dann so, was war für dich so das Schlimmste während dieser ganz schlimmen Corona-Zeiten? So, ich wollte einfach schon ganz lange mal wieder 12 Stunden in der Fanhall sitzen, ohne was zu essen und zu trinken. Ja. Ja. Also, so sind das die kleinen Dinge, ne? Also, man lernt da wieder bestimmte Sache zu schätzen. Ja. Ja, Corona ist bald vorbei und dann kommt das auch wieder. Genau, so wie in jeder Folge. Corona ist bald vorbei. Genau. Ich will an dem Punkt noch ganz kurz sagen, ich bin jetzt so im Nachhinein gar nicht so unglücklich darüber, dass Paul heute ausnahmsweise nicht dabei ist, weil der würde jetzt dazwischen grätschen und noch die besten FCK-Flop-Einkäufe aus den letzten 20 Jahren präsentieren oder so. Und das stimmt dann nochmal nicht. Matthias, du glaubst doch nicht, dass ich unvorbereitet in die Folge gekommen bin. Ich wollte nur dazu sagen, Kjetil Rektal trainiert jetzt eine norwegische Top-Mannschaft mit Rosenborg Trondheim. Aber okay, machen wir jetzt, Daniel. Ja, also ich habe heute auch mal, ich habe einfach mal wieder geguckt, so wer war in den letzten Jahren beim FCK und bin da auf einen Spieler gestoßen und ihr dürft gerne wie beim letzten Mal mitraten, um wen es sich wohl handelt. Ja, vielleicht geht es ja auch ohne Google her, Tobias. Ja, mit Bing. Oder wer weiß was.de. Gute Frage.net. Ja. Also der Spieler, den ich rausgesucht habe, hat insgesamt 12 Spiele für den FCK gemacht. Das ist schon heikel. Aber, ist schon das heikel. Ist, schon, ist für die Kategorie sogar relativ viel. Und ich möchte natürlich nicht unterschlagen, dass er auch 6 Spiele für die 2. Mannschaft gemacht hat. Oje. Und er war in den beiden Saisons 12-13 und 13-14 beim FCK. Also die Premium-Saisons. Wurde sogar im Relegationsspiel, welches Spiel war das genau? Gegen Hoffenheim. Gegen Hoffenheim eingesetzt. Im 2. Spiel war das im Rückspiel. Christopher Drazan. Richtig, genau. Hast du noch was Schwierigeres? Hast du auch bei Google mitgeguckt oder was? Nee, ich habe nicht bei Google mitgeguckt, aber mein Punkt war, Relegationsspiel gegen Hoffenheim wurde er eingesetzt. Da wusste ich Bescheid. Okay. Ich dachte irgendwie an Jimmy Hoffer, aber ich glaube, der hat mehr Spiele gemacht. Ja. Also ja. Kurz noch zu den Titeln, die man natürlich bei der Personalie nicht unbeachtet lassen sollte. Also er wurde zum einen Meister der Jugendliga U16 in Österreich. Das ist ein ganz wichtiger Titel. Der hat nämlich nicht mal bei Transfermarkt ein Bild hinterlegt. dann Liechtensteiner Cup-Sieger.
Und österreichischer Meister immerhin, ja. Das kann sich doch durchaus sehen lassen. Ja, absolut. Ja, Legende von Rapid Wien. Ja, und er hat auch richtige FCK-Gene. Sein Marktwert war beim Wechsel von Rapid Wien zum FCK 800.000 Euro. Danach stetig fallend. Ja, prüft's nach. Ja, hat 144 Spiele für Rapid Wien gemacht, das was Flo eben meinte, hat 11 Tore gemacht, ja, ja, immerhin, 35 Vorlagen und ist aktuell beim SC Katzelsdorf. Klingt jetzt aber nicht so nur internationalen Geschäften. Nein. Champions League. Ich wüsste jetzt auch mal gerne, wo die spielen. Das steht hier aber nicht. Also vielleicht so fünfte Liga in Österreich oder so. Wie alt ist denn der Christopher Drazan jetzt? Der ist 35 oder so? Aktuell 31. Was? So jung noch? Ja, seht doch mal. Drei Länder. Ja, stimmt, der war so 23, sowas. Ja, ja, da kam er ja als Nachwuchstalent zu Betze damals. Ja, drei Länderspiele. Nur mal so Frage in die Runde: Wie viele Länderspiele für Österreich haben ihr so? Ja, gut. Hey. Der SC Katze. Der hat mehr Länderspiele für Österreich wie mir alle zusammen. Mhm. So, also der Spiel. SC Katzelsdorf ist, wenn meine Daten hier aktuell sind, Tabellenführer in der Gebietsliga Süd-Südost. Das ist vergleichbar mit was? Boah, Oberliga würde ich sagen so, hä? Ich bin ein bisschen überrascht, dass es in Österreich nicht noch Gauliga heißt oder so. Oh. Ja, muss der Moderator halt mal jetzt Moderator bitte einschreiten oder nachhaken. Ja, weil Markus Lanz kann mit solchen Dingen sehr gut umgehen. Ja. Okay. Okay, also Gebietsliga gehört schon mal nicht zu den obersten vier Ligen. Ja, okay, aber dann Oberliga oder sowas. War der Begriff Gebietsliga, der ist schon ziemlich gut. Ja, solche. Ja. Scheint die so zwischen 6. und 7. Liga, ja, in Österreich, ja gut. Also die Karriere praktisch vorbei einfach. Ja. Nee, der hat das gemacht hier wie Martin Harnik und ist freiwillig einen Schritt zurückgegangen, um dem Amateurfußball da sein Glück zu finden. Also der könnte auch Champions League noch spielen, aber hat gesagt, nee, Leute, 5., 6. Liga Österreich. Komm, der hat sich beim FCK die Tasche voll gemacht und seitdem... Ah, jetzt weiß ich, wo hier das Geld von der Betze-Anleihe hin ist. Ja. Ah ja. Oder von FCK-TV. Was? Gut, dass Paul nicht hier ist. Das, er wird es ja hören. Was dem Tobi sein Darmstadt ist, ist dem Paul sein FCK-TV. So. Ja, gut. Von meiner Seite aus war's das. Hat denn einer von euch noch was? Dann. Matthias, hast du gar nichts. Matthias, hast du noch was? Ja. Hast du noch irgendwas, Matthias? Komm. Hast du noch Geld? Ja, wir könnten dann, wenn der Moderator dazu überleiten möchte, könnten wir zur Betzewutz kommen. Ah, sehr interessant. So. Diesen Kern müssten wir fein herausschälen. Mhm. Heute Nacht kommt es 5 Minuten später, dann legen wir los. Ja gut, dann leite ich doch jetzt einfach mal zur Betzewutz über. Danke, Daniel. Ja, sehr gerne. ja, also die Betzewutz, beziehungsweise dann auch in dem Zusammenhang, natürlich müssen wir wieder den goldenen Arilson vergeben. Aber ich fürchte, es ist halt eigentlich als Wanderpokal gedacht. Mhm. Und obwohl Markus Lanz Wanderpokal, heute Dauerleihgabe. So, und obwohl sich Markus Lanz heute sehr angestrengt hat, fürchte ich, wird es auch, glaube ich, wieder beim alten Sieger bleiben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Warte, oder hat mir. Nee, bleibt beim alten. Also, Flo tatsächlich war heute ein bisschen schwach unterwegs, nur mit 1 Euro. Ich auch ungewohnt geschwächelt, nur 2 Euro. Daniel hat aber mit 4 Euro schon gut vorgelegt. Aber Tobi mit auch dann nur knapp davor, aber Tobi mit 5 Euro auch dieses Mal wieder den goldenen Arilson gewonnen und darf ihn noch weitere mindestens 4 Wochen bei sich behalten im Trophäenschrank im Wohnzimmer, den du ja bestimmt hast. Also herzlichen Glückwunsch. Hey. Danke, super. Danke. Super. Tobi, wenn das. Ja. Ich bin noch nicht fertig. Also ach bitte. So, ja. Moment. Und damit wären wir dann auch den aktuellen Stand der Betzewutz, wären wir dann bei 272 Euro.
Und das ist ja auch schon mal nicht schlecht, aber auch weiterhin natürlich gerne die Bitte und den Aufruf dazu. Ihr könnt uns natürlich gerne weiterhin bei der Betzewutz helfen, die hoffentlich gut zu füllen, damit wir dann am Ende der Saison auch wieder ein bisschen Geld für einen guten Zweck zusammen haben. Also könnt das über unsere Homepage machen. Da haben wir ein Formular, was ihr ausfüllen müsst, wenn ihr uns was spenden wollt. Und da freuen wir uns über jede Spende immer sehr drüber. Ja, und damit gebe ich zurück an Markus, Daniel, Lann, ja, an Daniel. Ja, danke, Matthias. Und ja, dann war es das auch schon wieder von uns. Ich bedanke mich bei meinen Mitpodcastern und bei euch, unseren Zuhörern. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne eine Rezension beispielsweise bei iTunes schreiben. Darüber würden wir uns immer sehr freuen. Wenn ihr ansonsten irgendwie Feedback für uns habt, dann könnt ihr uns gerne über die bekannten Kanäle Twitter, Facebook oder in den Kommentaren auf unserer Internetseite gerne anschreiben und uns euer Feedback dalassen. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. 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 Ciao.